Ja, huhu und herzlich willkommen wieder beim Koali. Ich hoffe, ihr habt schön Pathfinder geguckt, während wir uns hier ein bisschen verspätet haben. Aber wir spielen heute kein Pathfinder, sondern wir spielen Vampire V20 in Chicago. Wir, das sind die Sera als Emma Williams ohne Brillt. Hallo. Ha, ich hab's nicht, ich hab nicht vergessen zu entmuten. So, und der Joe, auch ohne Bild, als William Andrews alias Mortifer Maus. Wrestling Champion of the World. Richtig, ja. Und der Mischka, der spielt Jonathan Bauer, den muss ich jetzt gleich mal ins Bild holen, weil der hat nämlich Bild, da ist er. Ah ja, gut zusammen. Und last but not least, Leopardin 202 als Melina Farinadis. Hallo, guten Abend. Ja, wie immer mit dem Mikrofon grillen, aber das kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr weg. Es sei denn, wir kaufen dir mal ein vernünftiges Mikrofon. Wir befinden uns im Chicago der Neuzeit. Unsere Vampire sind relativ neu Vampir, also inzwischen ja in der Kampagne schon was länger, aber im Vergleich zu anderen Vampiren auf der Welt wahrscheinlich eher ganz kleine Babys, Küken, wie man sie auch nennt. Und haben so ein paar Sachen, die sie versuchen, sich durch ihr Unleben durchzuwursteln. Kommen halbwegs ganz gut klar mit ihrem Unleben, haben Freundschaft geschlossen mit dem Prinzen der Stadt. Das ist schon mal für einen Vampir in der Camarilla immer relativ gut. Und leider ist es aber so, dass die Stadt ein kleines Werwolf-Problem hat. Unsere Spieler versuchen gerade sich da ein bisschen durchzuwursteln, nachdem sie eine Intrige gegen sich schon abgewehrt haben und Standing in der Stadt schon gefestigt haben, würde ich sagen. Ja. Aber was beim letzten Mal passiert ist, das erzählt euch der Chronist der Runde, unser Kai Tiff, der Jonathan Bauer. Beim letzten Mal. Nein, also in dem Teil unserer Anthologie, dem 18., um genau zu sein, den wir mit Kontakt benahmten, war es so, dass wir uns am nächsten Morgen, sprich nach dem Aufwachen, also eigentlich am nächsten Abend, uns ausgetauscht haben, was wir vorher für Erkenntnisse erlangt haben und uns einen Schlachtplan zurechtgelegt, wie wir denn vorgehen wollten. Emma plante den Umzug in die neue Wohnung und Jonathan kümmerte sich um das Frühstück in Anführungszeichen, also der Bechertrick, wie wir ihn intern nennen. Ja, da muss ich übrigens mal was zu sagen, weil mir das aufgefallen ist bei Recherchen des Regelwerkes. Der Bechertrick, falls das noch keinem im Chat aufgefallen ist, in diesen minimalen Folgen, die wir bisher rausgehauen haben, ja, das geht gar nicht so, wie wir das spielen. Aber naja, der Becher ist halt was Besonderes, von daher, jetzt läuft es so, wie es geht. Ja, also nicht wundern, wenn ihr das guckt. Das ist mir auch aufgefallen, dass es nicht geht. Ja, das funktioniert eigentlich anders. Also du musst einen Blutpunkt von deinem Blut in den Becher geben, um einen Blutpunkt von dem anderen zu bekommen und das wird ausgetauscht. So ist die Ritualsache. Ja, dann verstehe. Ja, aber dein Becher funktioniert anscheinend irgendwie anders und so wie ihr das wollt. Von daher ein sehr mächtiges Artefakt. Mal sehen. Ja, schon. Dann hat Melina ihre Kontaktin, also die Inyaga, darüber informiert, was wir in diesem Lagerhaus ausfindig gemacht haben und hofft sich Informationen von ihr. Aber ihre Kontakthöse war erstmal überrascht und etwas ratlos und wollte selbst ihrerseits Kontakte kontaktieren, komisches Wortspiel, um daher mehr herauszufinden. Potze hat in der Zeit schon mal die Umzugskisten zusammengepackt
Und wir sind in der Zwischenzeit vermutlich zumindest. Haben wir ja aufgetragen, sagen wir es mal so. Mhm. Sind wir zu Maureen aufgebrochen, um sie darüber zu informieren, dass die Kaiserin anscheinend mit seltsamen Kreaturen im Bunde ist, so wie wir das sahen. William hat sein Wesen ein wenig verändert. Ihm scheint bewusst geworden zu sein, dass man in dem Umlebenszustand, in dem wir uns befinden, auch noch irgendwie Reue empfinden kann. Und er will sogar nicht mit Ciri reden. Und abgesehen davon, dass er gesehene Werwölfe als Alf bezeichnet, aber man hat halt so seine eigene Sichtweise als Vampir des Clans, aus welchem er ist. Bei Maureen dann, sie wollte dann sofort in dieses Lagerhaus hingehen und nachschauen, was wir am Anfang erst etwas mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben. Aber ja, wir haben es dann gesagt, okay, wenn schon Primogenin dabei ist, haben wir wohl bessere Überlebenschancen dort. Und ja, was soll man sagen? Gesagt, getan, wir sind in Richtung Lagerhaus aufgebrochen. Zwischendrin hat sich Jonathan Melina darüber in Kenntnis gesetzt, welchen Verdacht er über Porze hat. Also so diese Indizien, die wir haben, Diablerie-Spuren. Der Prinz hat diese angeblich nicht gesehen, hat zwei Werwolf-Angriffe überlegt, hat ziemlich wenig Skrupel, Spaß an Gewalt gegenüber von Menschen. Und scheint ziemlich. Ich will nochmal anmerken, dass dieses Säure-Ding nicht ihre Idee war, sondern deine. Ja, schon, aber sie hat gesagt: Ja, ich will das sehen, bitte, bitte. Und ja. Ja. Ich würde das auch mal gerne sehen, wenn so Säure erschaffen wird. Und dann, so interessant ist das bestimmt. Bestimmt. Nein. Gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben diesen Verdachtaustausch, haben dann erstmal Jonathan und Melina für sich behalten, wann sie das der Gruppe mitteilen, wird sich in einem geeigneten Moment zeigen. Aber zurück zu dem Lagerhaus, zu welchem wir aufbrachen. Auf dem Weg dorthin äußerte Emma quasi direkt: Ich möchte nicht mehr die Teammutti sein. Jonathan hofft eh nicht, dass er jetzt nicht die Rolle bekommt, weil der ist mit seinen eigenen Problemen genug belastet, sage ich einfach mal. Du hast auch ganz dezent deine Aufklärungsarbeit vergessen zu beschreiben, ne? Ja, das habe ich mit Absicht gemacht. Das war ein Schuss in den, also Jonathan meinte, er müsste da Portia sich mit Paris, heißt er, glaube ich? Heißt Trias. Paris? Prias, danke. Trifft, dachte er. Ja, das war der aus der griechischen Mythologie. Stimmt, danke. Da vorher drüber aufklären, was dort passieren könnte, und irgendwie, ich weiß nicht, wie es kam, irgendwie kamen wir dann zu dem Thema Internet und Aufklärung, und da war er ziemlich geschockt, denn das Internet ist für ihn ein Hort des Wissens, und zwar des Keuchenwissens. Wie dem auch sei, haben das Thema dann schnell gewechselt, und Jonathan ist mit sehr beschämtem Gesichtsausdruck dort hinaus. Mhm. Ja, auf jeden Fall kamen wir dann im Lagerhaus oder vor dem Lagerhaus an. Die Tür war dort verschlossen. William versuchte, diese aufzubrechen, aber das klappte nicht. Maureen war dann dafür, dass wir klopften. Da machte keiner direkt auf. Allerdings, da Maureen dann einmal das Wort Polizei rief, schoss jemand von oben, was wir weniger spannend fanden. Auf jeden Fall haben wir das geschafft, die Tür zu öffnen, sind eingedrungen in das Gebäude. Dem William als Wolf ist jetzt das falsche Wort, aber Leitperson hinterher. Leitalf vielleicht. Ja, genau. Und zu unser aller Überraschung zog Maureen einen Flammenwerfer aus ihrem Rucksack. Was wir wissen ja, dass sie eine Faszination für Feuer hat. Ja.
Ihr wart da nicht so begeistert von. Ja, das stimmt. Es kam, wie es kommen musste. Wir gerieten in ein, sagen wir mal, in offensive Verhandlungen mit den dort ansässigen Personen. Woraufhin Maureen einfach mal mit dem Flammenwerfer in den Raum reinhielt. Dort dann Kisten abfackelte und so weiter. Allerdings wurde Jonathan, der dann von ihr reingeschickt wurde, er solle mal nachschauen, durch eine vermeintliche Minigun, die sich dann zum Glück nur als Uzi entpuppte, in Schach gehalten und wusste sich keinen besseren Ausweg, als eine Granate zu erschaffen, die er dann in die Menge der Feinde hinter die Kisten warf, was auch eine Phosphor-Granate. Genau, richtig. Was auch half. Dabei haben wir natürlich, da sind dann einige Feinde nach der Explosion durch Fenster nach draußen geflohen. Wir haben dann erstmal beschlossen, die Räumlichkeiten zu untersuchen und fanden Kisten, die mit Schaumstoff gefüllt waren. Und die Abdrücke darin wiesen oder sahen aus, als wenn dort Bomben platziert waren. Ich meine mich zu erinnern, was jetzt hier im Dock nicht steht, dass Jonathan tatsächlich mit Aufpex 3, sprich geistiger Berührung, so eine Schaumstoffkiste befragt hat und dann auch das Bild einer Bombe sah. Mhm, genau. Das ist ja. Korrekt. Ja. Danke. Genau, in dem Raum, in dem William den Alf sah, ist nun nichts außer ein Spiegel, wo wir wieder auf den komischen Mann im Fitnessstudio zurückkommen. War das ein Fitnessstudio? Mhm. Ja, das war dieses Dojo, ne? Dojo, genau. Mhm. Der dann einfach dort verschwand. Jetzt ist die Frage, wo sind die Bomben aus all den Kisten hin? Wir haben das Gebäude dann weiter durchsucht und haben gesehen, dass die Außenmauern frisch tapeziert sind. Nach genauerer Betrachtung und ein wenig Abkratzen der Tapeten sahen wir, dass diese mit Silberfäden durchzogen sind. Und auch, dass dort Bomben angebracht waren, habe ich so irgendwie in Erinnerung. Sprich, wenn dort Werwölfe auftauchen würden und diese Bomben kämen zur Explosion und diese Silberpartikel würden da mit Detonationsgeschwindigkeit, also in Kilometer pro Sekunde, durch die Gegend fliegen, würde das Werwölfen wohl sehr großen Schaden zufügen. Nach kurzer Überlegung dachten wir, wir rufen ein Bombeneinsatzkommando, die den Kram hier wegräumen kann. Zu guter Letzt versuchte Melina nochmal in Jager zu kontaktieren. Das Telefon wurde aber nicht beantwortet. Nach mehrmaligen Versuchen beschloss sie dann, sie selbst aufzusuchen und fand das Haus als Schauplatz eines Kampfes wieder. Fette Krallenkratzer an der Tür, viel, viel Blut, Aschehaufen, von Druckwellen nach außen gesplitterte Scheiben. Und ein zerstörtes Handy. Die Umzugskartons, die dort waren, sind weg. Jetzt ist die Frage, sind sie tatsächlich alle getötet worden oder ist es eine gut inszenierte Flucht aus der Stadt? Das werden wir wohl vielleicht noch erfahren. Und jetzt zurück zum Storyteller. Ja, der gibt den Löffel des Spielens direkt mal weiter. Kennt ihr aus so Gruppenarbeiten diesen Ball, den man schon mal hin und her wirft und dann darf der reden, der den Ball hat? Ich kenne den Redestab der Indianer. Das habe ich auch schon in Diskussionen gemacht. Genau. Ja. Redeball. Ja. Haben wir jetzt hier auch. Also ich schmeiße den Redeball zurück zu den Spielern. Weil ich würde ganz gerne wissen, wo jeder einzelne von euch denn den Rest des Abends irgendwie verbringt, der Nacht, und dann würde ich sagen, wo ihr denn die Nacht auch verbringt, kehrt ihr zurück zu Emmas Apartment, und schlaft euch dann da aus, oder ist noch irgendetwas geplant für den Rest, den wenigen Rest, den die Nacht noch zu bieten hat? Gut, dann will ich einfach mal den Anfang machen. Also durch den Fund, den wir dort hatten mit den Silberfäden in der Tapete und den Sprengsätzen, ist ja jetzt die Internet-Theorie, der Jonathan schon mal nachging,
bestätigt, dass Silber wohl irgendwie größeren Schaden an Werkkreaturen anrichtet. Deswegen würde er sich ein wenig in das Thema Legierung bzw. Mythologie von Silber in Verbundstoffen einlesen. Also wenn man jetzt irgendwas mit Silber beschichtet, platzt das ja relativ schnell runter, wenn man da Kraft drauf einwirkt. Deswegen suchte da ein bisschen Hintergrundwissen, um einfach den Säbel, den er schon hat, neu zu erschaffen mit einer Silberlegierung. Mhm. Also einfach wirklich eine handhaft wirkungsvolle Waffe gegen Werkkreaturen hat. Ich frage, soll ich da einen Computer- und Intelligence-Wurf machen zur Recherche? Oder? Ja, genau. Mach mal einen Computer-Intelligence-Wurf. Und wir können direkt unser neues Gimmick hier testen. Yay! Sage er mir die Schwierigkeit an, bitte? 6. Gut. Dann haben wir das und das. Ah, es rollen Würfel. Leider nur ein Erfolg. Ja. Mit diesem einen Erfolg wirst du da also wahrscheinlich nicht so viel rauskriegen, als dass du das sofort alles richtig verstehst und nachvollziehen kannst, sodass du es direkt irgendwie in die Praxis umsetzen könntest. Mhm. Aber zumindest die Grundlagen dessen, was du da herausfinden wolltest, du hast zumindest so die grundlegenden Dinge hast du gefunden, müsstest halt jetzt weiter recherchieren und dafür aber wahrscheinlich auf echte Literatur oder sowas zurückgreifen müssen. Ja. Dann würde ich mir vielleicht auch dementsprechend noch ein Buch darüber in Amazon bestellen oder irgendeiner Fachverleger zu dem Thema. Mhm. Was hat Jonathan eigentlich an Ressourcen? Oder 3. 3, okay. Gut. Ich sag mal, durch diese ganzen Bestellereien, die ihr da die letzten Zeit lang gemacht habt und jetzt die Bücher und so, kannst du dir mal für den Rest des In-Time-Monats mal eine Ressource schon mal abstreichen. Mhm. Gut. Das hat schon ordentlich Knete gekostet, die letzten. Naja, das ist richtig. Nicht, dass Tremere sich nicht Geld aus dem Blut erschaffen könnten, aber naja. Also da Emma ja weiß, was zu Hause noch an Arbeit auf sie wartet, würde sie auf alle Fälle zur Wohnung zurück und da noch ein bisschen Hand anlegen. Mhm. Emma war ja auch gar nicht an der Schießerei beteiligt, sondern hatte ja gewartet im Auto und so, ne? Und genau. Ja, fährt zurück. Was hat William vor? Da ja noch Kisten gepackt werden müssen, helfe ich beim Packen. Mhm. Fährst du mit Emma also zurück? Und Melina war ja in Jaga gefahren und hatte die Sachen da irgendwie herausgefunden dort. Ich glaube, ihr hattet euch ja noch nicht wieder zurückgetroffen, ne? Nee, ich bin ja von da aus dann erstmal zu Injaga gefahren. Das heißt, in Time, wo ich da war, müssten die anderen ja auch schon Zeit gehabt haben, noch was anderes zu machen. Ich müsste da ja auch erstmal hin. Ja. Aber jetzt, wo ich diesen Tatort, dieses Schlachtfeld hier mir nochmal genauer angeguckt hatte und alles, würde ich dann, glaube ich, wieder zurück zu Emmas Wohnung fahren. Einfach, weil ich glaube, dass da die größte Chance ist, die anderen zu treffen und dann auch zu erzählen, was ich rausgekriegt habe, beziehungsweise, dass ich nichts rausgekriegt habe, aber naja. Okay. Zuerst werden dann Emma und William wahrscheinlich in der Wohnung ankommen und werden dann, wenn sie hochfahren, mit dem Aufzug auch erkennen, dass die Wohnungstür offen steht. Emma, guck mal, hast du die Tür aufgelassen? Ich meine, wir haben ja eine neue gekauft. Nein, ich näher mich auch vorsichtig der Tür und schau mal so ums Eck. Ja, man hört so,
dass in der Wohnung halt Dinge so irgendwie hin und her getragen werden. So dass es so ein Räumgeräusch halt, ne? Bleib zurück, ich gucke nach. Ja, und ich gehe in geduckte Haltung. Mhm. Strecke einmal den Kopf links hinter die Tür und zucke sofort mit dem Kopf wieder zurück, sodass ich irgendetwas ersehen kann. Mhm. Ganz schnell. Also, beziehungsweise, wie weit steht die Tür auf? Steht die ganz auf? Steht die nur so ein Spalt auf? Ganz auf, ja. Okay, ja. Ja, wenn du jetzt mit dem Kopf so kurz reinlugst, kannst du sehen, dass man wohl einen Umzugskarton irgendwie an die Tür gestellt hat, sodass sie offen bleibt. Und ja, du siehst irgendwie, dass da relatives Chaos herrscht in der Wohnung. Also die Bilder sind abgehängt und ja, überall stehen Kartons rum. Ja. Und anscheinend wird da gerade eingeräumt. Also ich sehe da jemanden, der gerade Dinge einräumt. Du kannst halt, das heißt, bei deinem kurzen Blick um die Ecke hast du keine Person gesehen, aber du hast Kartons gesehen. Für wann ist dein Umzug nochmal anvisiert? Für morgen Abend. Vielleicht haben die sich in der Zeit vertan, weil es wird gepackt. Ja, aber sollte sie doch auch, oder nicht? Portia sollte packen und hatte sich eigentlich, wie heißt dieser Typ? Paris eingeladen? Nein, wie hieß er? Prius. Ja, genau. Ja, dann sind die das bestimmt. Haha, dann lass uns einfach reingehen. Ha. Ja, und ich betrete den Raum. Ja. Du trittst den Raum, siehst dann das volle Ausmaß dessen, was da irgendwie ist. Es liegen irgendwie auf der Couch, wo du sonst immer geschlafen hast, so Berge von Kleidern. Auf so einem Haufen und gerade kommt ein junger Mann halt mit so einer Kiste unter dem Arm quasi aus dem Zimmer von Emma heraus. Sieht dich mit. Ah. Oh, guten Abend. Guten Abend. William, nicht wahr? Der Prius, nicht wahr? Prias, aber ja. Ja, Buchstaben. Ha, Buchstaben. Prias, Prius, Pries. Alles dasselbe. Mhm. Ich hoffe, ihr seid pfleglich mit meinen Sachen umgegangen. Ich hab's versucht. Könnte bitte jemand mein Bett freiräumen? Wo ist denn Portia? In ihrem Zimmer. Ja, dann gehe ich mal in Richtung des Zimmers und klopfe an die Tür. Ja, wird kurze Zeit später aufgemacht und auch hier sieht man irgendwie mehrere Umzugskartons, die hier schon stehen. Und du siehst irgendwie, wie sie da irgendwie gerade so ein paar Gläser am Einpacken ist mit so Papier und die halt so. Darf ich sagen, dass ich positiv beeindruckt bin? Warum? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Ich sollte doch reinpacken, sonst ist es total langweilig hier. Jonathan gibt mir ja keine Bücher mehr. Das war keine Kritik, das war ein Lob. Nimm es an. Na dann, Dankeschön. Ja, und man sieht, wie sie mit einer sehr, also wie in einer sehr schnellen Geschwindigkeit die Gläser ein weiter einräumt und so. Es geht total fix. Ich helfe euch jetzt auch. Ich wollte nur sagen, John ist gleich schon an. William und ich sind wieder da. Ja, habt ihr was Tolles erlebt? Habt ihr mir was mitgebracht? Uns? Reicht das nicht? Doch, ja, ja. Sehr ich enthebe dich der Antwort. Mhm.
Ich bringe dir morgen ein neues, wunderschönes, großes Zimmer mit großen Fenstern. Ich hoffe, das reicht. Ja, verdunkelbaren Fenstern. Sehr schön. Bin schon sehr gespannt. Und ist dann mit der Kiste fertig. Klappt die so zu. Ich gehe dann auch mal mitmachen. Bis später. Und ja, dann gehe ich in meinen Raum und räume so. Ich hoffe, dass derjenige, der da, der Prius ist, das ja, der in meinem Zimmer rumgeräumt hat, nicht an meiner Unterwäsche war, die würde ich jetzt einfach. Ja, du gehst dann an die Kommode oder wo doch immer du deine Unterwäsche lagerst und die ist tatsächlich schon leer geräumt. Ja, dann ziehe ich mal so eine Augenbraue hoch und muster diesen Typen etwas. Ja. Das, ist halt ein junger Mann. Ich glaube, also das Bild von ihm müsstet ihr ja bei euch im Dock auch haben. Sieht jetzt nicht so abgehäufert aus. Eben für die anderen nochmal einblenden hier. Für die Zuschauer. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal, belasse es jetzt dabei, möchte da jetzt nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das ist mir dann doch etwas zu peinlich und ja, räume dann einfach was anderes ein. Ja. Ja, das wird dann auch irgendwie so weiter passieren mit dem Einräumen. Prias wird dann damit anfangen, irgendwie einzelne Möbel schon mal aufzuschrauben und ab Regale irgendwie so transportbereit irgendwie klein zu machen. Mit dem Akkuschrauber steht der dann da irgendwie und montiert Spiegel ab und montiert die Regalbretter, also sortiert die alle schön irgendwie. Und ja, weil sonst, was Dinge, die in Kisten müssen, sind eigentlich schon so gut wie alle weggepackt. Könnt ihr feststellen. Also der große Kleiderhaufen im Wohnzimmer, der auf Williams Bett lag, das ist wohl so eine der größeren Sachen, die Emma jetzt noch so an Kleinigkeiten packen könnte. Was du siehst, ist halt, dass das, dass du anscheinend ziemlich viel Zeug zu haben scheinst, weil es sind unglaublich viele Kisten. Viel mehr, als man eigentlich so denkt. Aber das kennt man ja, wenn man umzieht. Was heißt denn viel? Meine Freundinnen haben mindestens doppelt so viel im Kleiderschrank, ja? Ja. Ja, und ja, in diese Szenerie platzt dann auch Jonathan rein. Der als nächstes, glaube ich, nach Hause kommt und danach auch Melina. Oh, ihr seid ja schon emsig, so wie die Arbeiterbienchen. Schön, schön, schön. Ja. Ich muss das Lob an Prias, Inda und Portia weitergeben. Die haben wirklich gute Arbeit geleistet. Ich habe keinen deiner Bücher gelesen. Ich habe sie nur in die Kiste da hinten gepackt. Löblich sind sie nach Themen in der Kiste sortiert? So wie sie im Regal standen. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann gucke ich, wo ich mich nützlich machen kann. Wie gesagt, die ganzen losen Dinge sind fast alle schon eingepackt. Also kannst du dem Prias noch helfen, irgendwie Regale abzubauen oder halt, ja. Würde man da schauen, nach welchem System die Kisten beschriftet sind? Ja, die sind so. Da einfach nur 20 Kisten stehen mit Wohnzimmer oder. Ja, da stehen halt irgendwie Wohnzimmer, Portias Zimmer, Emmas Zimmer, Bücher von Jonathan. Ich glaube, Melina, hattest du auch ein eigenes Zimmer gehabt? Nee, wir hatten uns das ja geteilt. Genau, du warst mit Emma zusammen und William und Jonathan waren im Wohnzimmer. Ne? Ja. Ja, dann hier sowas wie Gläser, Küche und Badutensilien und solche Zeug. Ne? So ist es ja, okay. Zucke mit den Schultern, denk mir, ja, könnte man akribischer machen, aber hey. Ja, helfe dann dem Prias mit dem Schrauber. Ja. Ja, und so verbringt ihr den Rest der Nacht mit Umzugsarbeiten und lasst euch die
die Schlafstätten noch so weit frei, dass ihr noch halbwegs schnell schlafen könnt. Also bequem, nicht schnell, bequem schlafen könnt. Und erwacht dann in der nächsten Nacht mit einem Blutpunkt weniger. Aber voller Tatendrang, was auch immer ihr zu tun habt. Es sei denn, Melina möchte am nächstletzten Abend jetzt noch ihre Entdeckung nochmal preisgeben mit den anderen. Nee. Wir haben ja immer noch Prias und Portia dabei. Dann sage ich erstmal nichts, bis ich eine gute Gelegenheit habe, die Truppe alleine irgendwie zusammenzukriegen. Mhm. Gut. Ja, dann die nächste Nacht. Es dauert nicht lange, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Ihr habt euch gerade soweit fertig gemacht, als schon die ersten Leute vom Umzugsservice bei euch in der Wohnung auftauchen. Ja, ich begrüße sie an der Tür, biete allen einen Kaffee an und ja, weise sie ein. Ja, die sind irgendwie mit 6 Leuten da. Das heißt, irgendwie, die fangen dann an, irgendwie zuerst die schweren Sachen irgendwie runterzutragen. Irgendwie Möbel und so kommen zuerst. Und dann folgen die Umzugskartons. Und die langsam, aber sicher leert sich diese Wohnung. Die ihr so der, gewohnt seid. Paranoia, der wir einfach unterlegen sind, folgend, wenn Emma, die gerade zum Kaffee einlädt, die alle zusammen quasi bei ihr in der Küche stehen, würde ich mir doch mal genauer anschauen, versuchen, deren Auren zu lesen. Mhm. Naja, immerhin ein Erfolg. Was sagt das dir ein Erfolg? Ein Erfolg sagt mir, dass ich Schattierungen hell und dunkel wahrnehmen kann, beziehungsweise aber zumindest so Abstufungen wie blass wäre Vampir, blasse Flecken Ghoul oder leuchtend schillernd wäre Wehrkreatur. Die Farben selbst kriege ich jetzt dadurch nicht mit. Du würdest sagen, das sind alles Menschen. Dann ist ja, da können wir ja, ja, diese Kiste dort. Mhm. Ja. Ja, und so leert sich die Wohnung langsam aber sicher und ihr fahrt dann wahrscheinlich dem Umzugsauto oder den mehreren Umzugsautos wahrscheinlich eher hinterher Richtung neue Wohnung von Emma. Und die kann ja mal beschreiben, wo sie da jetzt eine neue Wohnung aufgetan hat und wie die genau irgendwie aussieht jetzt, was da so tolles Neues dran ist. Ja, die ist relativ zentral gelegen. Man kommt von da überall recht gut hin und natürlich auch zu den Feiermöglichkeiten, die sich einer Frau wie mir bieten müssen. Im anderen ist sie natürlich ein Penthouse in einem der oberen Stockwerke eines großen Towers in der Innenstadt, wo eben so die High Society auch wohnt und das auch ein bisschen was kostet. Und es sind für jeden ein Schlafzimmer da, einschließlich Portia. Und ein großer Gemeinschaftsraum mit angeschlossener offener Küche, 3 Badezimmer, großer Balkon mit Skyline View und so. Also ja, ist schon nicht schlecht. Und dieser Wohntower hat auch komplett auf dem Dach nochmal ein Schwimmbad, das alle Bewohner nutzen können. Ein Schwimmbad, okay. Ist es dann auch so eine Wohnung in so einem Tower oder ist es halt ein eigenes Apartment quasi, Haus? Nee, in so einem Tower. Okay, also es gibt noch andere Wohnungen. Ja. Auch wieder ganz oben? Na, ganz oben ist ja dieses Schwimmbad, aber in einem der oberen Stockwerke, ja.
Okay, das ganze Stockwerk für dich oder mit anderen Wohnungen noch mit? Ja, also die oberen Stockwerke sind immer ein Apartment quasi, ein Stockwerk. Ja. Der Fahrstuhl würde quasi auch mit Code direkt in die Wohnung führen. Mhm. Ja, sehr schön. Also kein Flur mehr. Das ist ja schon mal eine Verbesserung. Und dann geht es halt direkt aus dem Fahrstuhl in die Wohnung. Ja, dann könnt ihr euch eure Zimmer einrichten. So viel haben ja einige von euch gar nicht. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob William überhaupt irgendwie Zeug besitzt, was er mit sich rumschleppt. Ansonsten, du hast halt, glaube ich, gar keine Möbel dann groß, außer vielleicht nimmst du die Couch für dein Zimmer, was du irgendwie haben willst. Aber zumindest, wenn Melina und Jonathan haben auf jeden Fall keine Möbel dann, ne, erstmal. Sei denn, ihr kauft euch noch welche. Nee, erstmal nicht, ne? Aber das macht nichts. Also ich würde wohl sonst einfach in irgendwie so ein, gibt doch bestimmt hier irgendwie so ein 24-Stunden-Mall-Dingens, wo so ein Campingbedarf drin ist. Ne? Mir reicht irgendwie ein Feldbett. Ein Zelt in mein Zimmer. Ein Feldbett, hatte ich jetzt gedacht, aber ein Zelt wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber irgendwie ein Feldbett und ein Schlafsack oder so wird es fürs erste Jahr tun. Ja. Ja, schön. Dann richtet ihr euch den Rest des Abends irgendwie häuslich ein, würde ich sagen, weil das dauert eine Weile, bis man ausgepackt hat und so. Ich glaube schon, ja, das dauert. Mhm. Ja. Und mein Zimmer sieht dann am Anfang so aus wie die Wohnung zuerst bei The Big Bang Theory, bevor Leonard einzieht. Weißt du, mit so einem Gartenstuhl und einem Fettbett. Auch den ordentlichen Sofa. Ne? Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Ja. Gut. Dann, Jonathan! William? Da, guck mal an die Wand. Ich drehe skeptisch meinen Kopf und gucke an die Wand. Siehst du, wie groß die ist? Die Wand? Ja, die Wand. Okay, darf ich raten, du möchtest dort einen großen Breitbandfernseher hinmachen, um Wrestling-Matches zu gucken? Nein! Ich habe eine bessere Idee. Wir müssen sofort zum Elektrofachhandel. Ich ahne Schlimmes. Außerdem müssen wir vorher beim Malerbedarf vorbei. Ich hoffe, du kannst malern. Nein. Ah, das macht nichts, dann mache ich selbst. Ja, ja. Aber ich brauche weiße Farbe. Mit Metallelementen in der Farbe drin. Frag nach. Das kann ich machen. Besondere Metallelemente? Nur lichtreflektierende. Was immer du meinst. Das gibt's. Ich weiß das. Ich hab das schon mal gehabt. Gut. Dann bitte. Los. Du musst fahren. Dann bräuchten wir das Auto von Emma. Emma? Ja? William möchte noch etwas einkaufen. Können wir dein Auto haben? Ja, Schlüssel liegt auf dem Schrank im neben der Haustür. Flur gibt's ja nicht mehr. Natürlich. Ja, dann stiefeln wir mal heraus und geht ins Auto. Ja. Und was kauft sich denn William? Also die Farbe? Genau, ich brauche Beamer-Leinwandfarbe. Und einen Beamer. Ja, den mache ich an die Decke. An
die Decke. Außerdem brauche ich noch... ich hoffe, ich... Jonathan? Ja, bitte? Weißt du, ob wir Kabelanschluss haben? Natürlich nicht. Ich habe die Wohnung nicht geordert, aber du könntest Emma anrufen und fragen. Okay, das ist keine gute Idee. Mach du das mal bitte. Warum? Hast du Angst, mit Emma zu reden? Nein, aber ich... mach du das trotzdem mal bitte. Ja. Zucke mit den Schultern. Ruf Emma an. Besonderer Kabelanschluss oder ein Standardkabelanschluss? Na, Kabel, da, wo man ganz viele Sender bekommt, die ich alle dann einrichten muss, weil dann muss ich mir nämlich noch einen Receiver kaufen. Ja, es dauert ein bisschen, bis Emma rangeht, aber irgendwann macht sie es dann doch so und klingt ein bisschen hektisch. Ja? Entschuldige, Emma, hier ist Jonathan. William möchte wissen, ob wir einen Kabelanschluss bereits haben in der Wohnung. Ja, er kann Wrestling gucken. Also ja, wir haben einen Kabelanschluss. Ja. Es verstört mich, wenn ich eine Frage stelle und du mir eine andere Antwort gibst. Leb damit. Warum? Weil es kann. Aber wenn du mich jetzt fragst, Jonathan, was machen wir als Nächstes? Und ich sage, ich habe mir heute noch kein Brot geschmiert. Ist das dann doch weiß auch ich, du Antwort? Wirst als Nächstes dir ein Brot schmieren. Ja, natürlich nicht, weil ich kein Brot essen kann. Ist doch kein Grund, dir keins zu schmieren. Warum? Die schmecken gut. Weißt schon, dass ich von einem anderen Clan bin als William? Warum sollte ich mir ein Brot schmieren, das ich nicht essen kann? Ja, du siehst jetzt, wo er da im Laden steht und du mit Emma telefonierst, wie ein Pärchen da steht und die Frau so auf dich zeigt. So ein paar Schritte weiter bei dir. Entschuldigung, Emma, ich glaube, ich muss auflegen. Okay. Ich winke denen zu, dem Pärchen. Mhm. Nicht wundern, die Herrschaften, er ist ein bisschen... Und ich drehe den Finger so am Kopf. Ach so? Ja, ich betreue ihn. Ich, Mortifamors. Ich wusste, sie kommen mir irgendwoher bekannt vor, aus dem Fernsehen, nicht wahr? Jonathan, hast du das gehört? Natürlich habe ich es gehört. Du bist bekannt und beliebt, William. Soll ich ein Autogramm geben? Die Frau streckt dir so die Hand entgegen und meint so, Sarah, mein Name, Beileid, wollte ich sagen. Das ist immer schlimm, mit so einem Zustand zu leben, wie sie. Meine Schwester hat das auch. Wem streckt ihr die Hand entgegen? Jonathan. Wahrscheinlich. Oh, das ist vortrefflich nett von Ihnen, nicht wahr, William? Ja, das ist äußerst nett. Soziale Kontakte kannst du nicht genügend bekommen, kleiner Jonathan, ja. Also ich könnte das ja nicht kein Brot essen können. Oh ja, es ist Glutenallergie und... Ja. Ich dachte mir schon sowas. Fürchterlich, dass es sowas heutzutage also, gibt. Gibt ja glutenfreies Brot, aber das schmeckt ganz fürchterlich, muss ich... Ja, das sagt meine Schwester auch. Ja. Aber Akupunktur soll helfen, habe ich gelesen. Ist das so? Ja, in der Tat. Kennen Sie da einen guten Akupunkteur? Nur im Ausland. Genau, also im es... Russland? Ach, Sie kommen nicht von hier. Jetzt schon, aber ich studierte mal in Deutschland und habe eine Frau Dr. French kennengelernt, die tatsächlich sehr gute Arbeit macht. Ihre Praxis ist in Köln beheimatet.
Sie müssen wissen, sie studierte sowohl Schulmedizin als auch traditionelle chinesische Medizin. Also sie kennt quasi beide Welten und kann das gegeneinander abwägen. Ja, der Mann setzt so einen ganz amerikanischen, deutschen Akzent auf und meint dann sowas wie, wir bauen gute Autos. Ja, genau, in der Tat. Aber wenn wir schon mal, sie stößt ihrem Mann so irgendwie in die Rippen so, wenn wir schon mal so eine Berühmtheit hier sehen, können wir ein Autogramm machen und ein Selfie? Das ist natürlich. Ich wusste gar nicht, dass du Wrestler als Betreuer für Geisteskranke, nennt man das so? Naja, karikative Zwecke. Man muss ja auch, er hat teilgenommen bei Make a Wish. Ah. Ja. Voll toll, dass sie sowas machen. Ja, so bin ich. Also können wir ein Selfie machen? Jonathan, möchtest du ein Selfie machen? Ich kann gerne, bitte, Kamera? Handy? Ja, gleich das Handy. Aber dann ist es doch kein Selfie mehr, wenn ihr es nicht selbst... Ist egal, ich mache ein Foto. Ja. Johnson, du musst mit drauf. Man muss ja erkennen, dass ich für karikative Zwecke zur Verfügung stehe. Aha. Also, hol den... Da vorne im Regal ist ein Selfie-Stick. Probier ihn mal aus. Natürlich, William. Selfie-Stick. Ja, geh dazu. Schaue nach dem typischen Schild. Wer die Ware berührt, muss sie kaufen. Ja, gibt's da. Ja, stell mich neben das Schild, mache so. Guck zu William. Das macht nichts. Nein. Ja, wenn ich sie berühre, muss ich sie kaufen. Das ist nicht meine Absicht. Wenn du sie haben willst, musst du ihn berühren. Pass auf. Du denkst schon wieder zu kompliziert. Man kann nie zu kompliziert denken. Das ist dein Problem. Pass auf. Du fasst ihn jetzt an. Ich muss ja eh meinen Beamer kaufen. Und dann setzen wir ihn einfach mit auf die Rechnung. Gut. Gucke ich mal, was für ein Preis draufsteht. Für den Selfie-Stick? Ja. 5,99. Sonderangebot. Ja. Halt die Hand hin. William, 5,99 im Voraus, bitte. Also, jetzt bin ich echt empört. Bevor mich jetzt Markt Security abführt, weil ich irgendwie etwas nicht bezahltes benutze, kann ich wenigstens sagen, ich habe das Geld da. Ich habe aber nur Plastik. Sehen Sie, genau das meine ich. Er ist halt ein bisschen, er denkt immer denkt er und denkt. Und dann denkt er so lange, bis er sich in Rage gedacht hat. Oh ja, bis die Ohren qualmen. Also der Mann meint so, ich kann auch das Foto machen, dann sind sie nur mit meiner Frau irgendwie und die in diesem dem Deutschen auf dem Foto. Ich an ihrer Stelle würde das nicht machen. Warum? Ja, sie wissen doch. Um die frauliche Anziehungskraft von Verrückten. Das ist schon nicht so teilsam, ne? Nein, das wusste ich bis jetzt noch nicht. Schauen Sie doch mal, wie Ihre Frau mitleidig den armen Jonathan anschaut. Ja, die schaut in der Tat so ein bisschen mitleidig auf Jonathan, ja. Und was soll das jetzt bedeuten? Ich an ihrer Stelle würde mal nachdenken. Wie hat ihre Frau denn sie angeblickt ganz am Anfang?
So nicht. Aber bestimmt so ähnlich. Aber das, ich meine, ich möchte Ihnen ja nicht in Ihr Gewissen reden, wenn Sie das Foto machen möchten, dann sind wir Ihnen zu Dank verpflichtet. Jonathan, ja, bringt den Stick mit. Lassen wir es schnell hinter uns bringen. Ja. Macht schnell das Foto und zieht dann seine Frau irgendwie von euch weg und meint so, ja, wir müssen dann jetzt auch gehen. Ja, Jonathan schaut beschämt zu Boden. Danke, dass Sie uns beehrt haben. Ja. Ja, man sieht, wenn, als sie den Markt verlassen, nochmal so zurückkommen. William, warum? Warum was? Was ist, wenn das jetzt Spione von denen waren? Dann wissen Sie was, wie wir aussehen? Wo wir uns wie aufgehalten haben, dass wir eventuell neue Sachen kaufen, sprich, dass wir umgezogen sind. Das sind viel zu viele Indizien für die Gegenseite. Du schließt also daraus, wenn man sich etwas Neues, ein neues Elektrogerät kauft, dass man umgezogen ist? In der Situation, in der wir uns gerade befinden, ja. Ich sage doch, du bist ein wenig verrückt. Nein, das ist doch rationales Denken. Ich glaube das nicht. Nein. Denn das Einzige, was man erfahren könnte, ist, dass das Elektrogerät, was ich benutzt habe, kaputt gegangen ist. Wie will man das herausfinden? Ja, ich kaufe ein neues. Mein Gott, denk doch mal nach. Ja, richtig, man kauft ein neues. Aber wie soll man darauf herausfinden, nicht Rückschlüsse ziehen, sondern herausfinden, dass das alte kaputt ist? Indem man im Müll nachschaut? Dazu müssten Sie ja wissen, wo wir wohnen. Und das wissen Sie dann auch. Hast du schon eine neue Adresse eingegeben bei der Kreditkartengesellschaft? Natürlich nicht. Ach, gut, wenigstens was. Und die wissen jetzt, wo sie es hinliefern sollen. Oder nehmen wir es direkt mit? Wir nehmen es mit. Ich warte doch nicht bis zum nächsten Tag. Ich muss gleich noch ein bisschen Wrestling gucken. Ich muss mich ablenken. Ich traue der Sache nicht. Schau mich halt irgendwie so ein bisschen manisch um. Jonathan, der Verkäufer am Infoschalter guckt so zu dir rüber und winkt und du hast so das Gefühl, er hat so ein ziemlich breites Grinsen. Jonathan, du hast Paranoia. Ich hab Paranoia, klar. Ich stand in einem scheiß Lagerhaus, wo Leute mit Uzis auf mich geschossen haben und eine Wahnsinnige mit einem Flammenwerfer neben mir rumgefuchtet. Also ich hab Paranoia. Was ist jetzt, wenn die uns erkannt haben und sagen das weiter? Sagen das deinem Verkäufer, der macht einen GPS-Sender in das Paket, was von dem normalen Magnetstreifen oder Chip-Dingsbums nicht kaputt gemacht wird. Nehmen wir den GPS-Sender mit zu uns in die Wohnung, dann haben die unseren Standort und dann sind wir dran. Vergiss die Chemtrails nicht. Moment, ich fange alles an. Genau das meine ich mit Paranoia. Die ist ja auch berechtigt, oder? Nein. Warum nicht? Wenn du dich die ganze Zeit wahnsinnig machst, dann bringt das genau was? Ich lebe länger, weil ich vorsichtig bin. Oder aber du bist einfach nur verrückt. Ja, aber lieber verrückt und lebend als unschuldig und tot. Und ich sage dir eins, du nimmst meinen Beamer nicht auseinander. Das hatte ich auch gar nicht vor. Guckst du in die Luft und pfeife. So, und jetzt der junge Mann, der winkt schon ganz aufgeregt. Lass uns der mal weiß doch gar nicht, was wir wollen. Wieso soll der uns denn... Guck mich um, ob der winkt. Ja. Oh. Vielleicht hat er uns erkannt. Vielleicht bist du einfach nur total auffällig.
Warum bin ich auffällig? Und außerdem ist es doch gut, wenn man mich erkennt. Das zeigt mir, dass meine wrestlerischen Aktionen nach so langer Zeit, wo ich nicht im Ring stand, noch immer gewürdigt werden. Jetzt stell dir mal vor, die aus dem Lagerhaus, die gucken auch Wrestling und die sind für deinen, wie auch immer das nennt, Erzfeind im Wrestling. Und die finden raus, dass wir hier sind, weil die ein Handyfoto gemacht haben und direkt in die iCloud hochladen. Dann kommen die sofort im Sturmtrupp her und wir sind tot. Also ich kann dir eins sagen. Du kennst die Story-Schreiber nicht so gut wie ich. Auf solche Ideen kämen die gar nicht. Und ich bin verrückt, du erzählst mir was von Story-Schreibern. Genau. Ja, was denkst du denn, wie Wrestling abläuft? Ich dachte, das wäre... Ach so! Keine Ahnung, ich dachte, ihr würfelt vorher oder so. So ein Charakterbogen von dem Gimmick, das ihr spielt. Und das hat irgendwie Werte, also so wie so ein Rollenspiel quasi. Das wäre verrückt. Warum? Das wäre sowas wie Lappen. Das muss, also ist in Deutschland ganz groß. Das kannst du dir da mal angucken. Da gibt es große Events. Und dazu müsste ich aber nach Deutschland. Und du weißt genau, ich kann die Stadt nicht verlassen. Warum kannst du die Stadt nicht verlassen? Kannst du die Stadt verlassen? Ja, ich kann die Stadt nicht verlassen, weil die mir eine Blutjagd auf mich ausgerufen haben. Du kannst das. Ich bin mit dir befreundet und ich glaube nicht, dass man mich dann auch rauslassen würde. Also ich könnte es bestimmt, aber dann wärst du alleine und hilflos. Oh ja, bestimmt. Und das möchte ich nicht. Schließlich bist du mein bester Freund. Das will Kopf hängen. Danke, William. Danke. Dann komm, lass uns mal zu dem netten Mann gehen, bevor er anfängt, eine Flagge zu schwenken oder so einen Schaumfinger. Das ist eine sehr gute Idee. Und nenn ihn beim Vornamen. Der steht auf dem Schild. Was für... Ach so. Steht Chat. Scheint ja nicht echt Haushaltswaren, steht es alles gut. Ja. Hallo, Chat. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben so nett gewunken. Da haben wir uns gedacht, wir kommen mal rüber. Ja. Ja, und da sind wir. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Suchen Sie irgendwas. Einen Beamer zufälligerweise auf Lager. Unzählige. Die sind da drüben in Gang 4. Die Gänge haben also keine Namen? Doch, Gang 4 ist der Beamer-Gang. Das ist einleuchtend. Jonathan, hast du das gehört? Das ist genau deine Kategorisierung. Was, der Beamergang? Ja, selbstverständlich. Wenn du irgendetwas so einordnen würdest, würdest du auch sagen, ah, das ist der Beamergang, da ist der kleine Ödgang und Gang mit den Ventilatoren. Sagen, das ist der Beamergang mit asiatischen Produkten mit unter HD-Auflösung. Die haben wir Da würde aber keiner hingehen. Der Gang wäre verwaist. Das wäre der Low-Budget-Gang quasi. Ja, sowas haben wir natürlich in unserem Laden nicht. Das heißt, hätte nur hohe Qualität. Nur für Elite-Kunden sozusagen. Hohe Qualität. Naja, aber auch hohe Qualität heißt ja auch höherer Preis. Sei smart, kauf im S-Markt. Ich schüttel mich. Ich habe hier schwarze Bücher rumliegen. Jonathan? Ja, bitte. Obwohl, weil jetzt, wo du nachguckst, der hat so einen Notizfluch. Das ist so schwarz eingeschlagen, ja. Ja, bitte, William. Ich habe gerade mal nachgedacht. Ja, bitte.
Dein Gang hätte ja zwei Namen. Wieso? Er würde ja heißen asiatische Produkte-Beamer-Gang mit Unter-HD-Auflösung. Und dann würde er noch Low-Budget heißen? Das kann ja eine Zusatz der Gangbeschreibung sein. Also. Aber wäre nicht die Gangbeschreibung dritter Gang rechts? Das wäre die Lokativbeschreibung, nicht die Kontextbeschreibung. Es ist auch der vierte Gang. Da ist der dritte Low-Budget und der vierte Gang? Nur der vierte Gang. Und was ist denn im dritten Gang? Die Flachbildfernseher. Kauft heutzutage noch irgendwer Flachbildfernseher? Oh, Sie würden sich wundern. Naja, wie dem auch sei, ich wünsche mir einen Beamer. Gang 4. Ja, der ist neben Gang 5 und neben Gang 3 gehe ich. Mhm. Direkt gegenüber von den Farbeimern. Ah, Farbe ist gut. Jonathan, kannst du bitte schon mal eruieren, ob sie die Farbe haben, die ich haben möchte? Das ist Leinwandfarbe für Beamer, Projektionsfarbe. Ja, genau. Farbe. Mhm. Haben wir heute im Angebot. Zwei Eimer zum Preis von einem. Oh, dann sparen wir. Mhm. Ist dort ein gesonderter Berater dort vor Ort? Da müsste ich mal nachschauen. Thema Farben. Ein gesonderter Berater ist, glaube ich, nicht für diesen Bereich vorgesehen, nein. Aber ich kann gerne mitkommen und Ihnen helfen. Ja. Ja, bitte, kommen Sie doch mit. Ja. Dann sehen wir uns gleich. Ich gehe nach der Farbe gucken. William. Okay, ich gehe zu dem Beamer in Gang 3. 4. In 3 sind die Flachbildfernseher. Ja, das habe ich verstanden, Chat. Vielen Dank. Bitteschön. Kannst du vielleicht einen für die Toilette aussuchen? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Ja, gerne, gerne. Wir sehen uns dann in Gang 3 oder 4. Verlaufen Sie sich nicht. Ja, wenn wir dann in dem Farbgang drin sind, versuche ich mir mal da ein Beispiel an den sag mal, Konstrukteuren im Lagerhaus zu nehmen. Ja, also in der Tat, Chet war der Name, richtig? Ja, richtig. Ja, ich bin ein wenig besorgt wegen der freien Photonenstrahlung, die von diesem Beamer ausgeht. Haben Sie so etwas wie Silberpartikelfarbe, was diese Strahlung und auch die ganzen WLAN-Netze und sowas abschirmt, weil das stört ja beim Schlafen? Silber? Ja. Das gibt es. Ja. Also zumindest in Deutschland. In Deutschland ist das bestimmt total normal, dass man seine Wand mit Silber streicht. Nein, es sind nur feine Partikel in der Farbe. Die sieht man nicht, aber die sind da und die sollen quasi ja, alle Arten von Funkwellen ableiten. Ah, ich verstehe. Ja. Sie wissen schon, wegen der Harbstrahlung und so. Ja. Ja, genau. Und tut mir leid, das müsste ich jetzt nachgucken. Also im offenen Verkauf haben wir keine Silberfarbe, nein. Okay, dann erstmal die Projektorleinwandfarbe und könnten Sie sowas bestellen? Da müsste ich nachfragen. Das wäre sehr nett. Mhm. Ich lasse Sie dann einmal kurz hier allein und... Ja, übrigens, falls Sie noch, da vorne ist auch Teflon-Folie, wenn Sie davon noch was brauchen. Das ist auch gerade im Angebot. Was soll ich denn Teflon-Folie brauchen? Ach, das war nur so ein Gedanke. Ah. Zieht von hinten. Oder unauffällig ist irgendwie anders, aber gut. Kommen wir mal zurück zur Wohnung. Was machen denn Melina und Emma die ganze Zeit, während die beiden da einkaufen sind?
Ich habe mir sofort den Karton mit meiner Unterwäsche geschnappt und räume ihn wenigstens alleine aus. Ja, okay. Ja, ist fein säuberlich alles zusammengepackt. Ist auch noch alles da. Sehr schön. Das beruhigt mich ungemein. Mhm. Naja, ich lebe aus der Reisetasche. Ich brauche sowas nicht, aber ich war ja im Campingladen und vielleicht habe ich mir noch so eine Isomatte mitgebracht, auf der ich ein bisschen Sport machen kann. Einfach aus Gewohnheit. Mhm. Damit man schön fit bleibt und so. Das macht zwar jetzt keinen Eindruck mehr und so, aber old habits die hard. Ja. Ja, also wenn Emma zwischendurch mal beim Ausräumen ihrer Sachen so an Melinas Zimmer vorbeigeht, siehst du halt diesen Campingstuhl, die Isomatte auf dem Boden und das Feldbett. Ansonsten ist da eine Reisetasche, die auf dem Boden offen steht. Das reicht doch. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Melina? Ja? Wolltest du nicht mit den Jungs einkaufen gehen? Warum? Ich hab doch alles. Genau genommen warst du nicht. Ich hab einen Platz zum Schlafen, ich hab einen Platz zum Sitzen, ich hab einen Platz zum Sport machen. Und ich hab Klamotten. Du willst da drauf schlafen und sie zeigt so auf deine Kette. Klar. Das geht super. Sie macht so den Mund auf, als würde sie etwas sagen wollen, schließt ihn dann wieder und setzt dann wieder an. Es ist dein Bier. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und dann dreht sie sich um mit dem Karton, den sie gerade transportiert hat in der Hand und geht in ein anderes Zimmer. Ja, man hört Hammergeräusche aus dem Nachbarzimmer von Melina, wo Prias wahrscheinlich gerade irgendwelche Regale an die Wand hämmert. Soll er doch. Jetzt brauche ich nur noch vernünftige Bücher dafür. Emma? Ja? Kann ich Bücher kaufen gehen? Frag kurz, ja. Was für Bücher? Ich hab ein Regal, ein Bücherregal. Jetzt will ich auch Bücher haben. So wie Jonathan auch. Was für Bücher? Keine Ahnung. Muss mal gucken, was es so gibt. Gibt so eine Erfindung, die nennt sich Amazon. Ja, aber dann kommen die ja erst morgen. Ich will die ja jetzt schon mal aufbauen. Hast du sonst alles fertig? Der Kleiderschrank steht, das Bett steht, der Schreibtisch und der Stuhl sind aufgebaut, meine Kleider hängen im Schrank, die drei, die ich besitze. Meinst du nicht, dass dann vielleicht Kleidung sinnvoller wäre? Melina braucht auch nicht so viel. Hm. Hast du gesehen, wie sie aussieht? Ja, schlimm, ne? What? Willst du das? Weißt du was? Pass auf. Hier, ich drücke jetzt $200 in die Hand. Ob du davon jetzt Bücher oder Klamotten kaufst, ist dein Ding. Ich glaube eher Bücher, aber für $200 kriegt man nicht so gute Klamotten. Ja, dann bitteschön. Na gut. Komm, Prias, wir gehen Bücher kaufen. Okay. Ja, und dann verschwinden sie aus der Wohnung. Bevor sie irgendwie im Fahrstuhl verschwinden. Wie war nochmal der Code für den Fahrstuhl? Ich gehe zu ihr hin, halte so die Hand auf und winke so. Ja.
kommt näher. Kommt näher. Ich schreie hier bestimmt nicht rum. Warum nicht? Portia, ich möchte auch, dass du unseren Code nicht weitergibst. Natürlich nicht, dann könnte ja jeder hier rein. Richtig, und deswegen werde ich ihn auch nicht rumschreien. Vor allem nicht, solange er noch Personal anwesend ist. Welches Personal denn? Das Umzugsunternehmen. Ach so, ja, habe ich vergessen. Ja, und dann flüstere ich ihr den Code und so. Okay. 0815. Merke ich mir. Portia! Was? Psst! Ja, ich verrate es keinem. Und so. Ja, und verschwindet dann im Fahrstuhl. Gut. William und Jonathan haben inzwischen Farbe, zumindest keine Silberfarbe, aber normale, diese Leinwandfarbe, haben sie gekriegt. Silberfarbe mussten sie bestellen, das wird allerdings ein paar Wochen dauern, haben sie gesagt. Und ein Beamer hat William natürlich auch gekriegt. Ja, dann alles auf die gleiche Rechnung. Würde dann irgendwie eine Handynummer abgeben, wo eine Meldung hinkommen kann, wenn die da ist, zum Abholen und ja. Okay, das macht dann insgesamt mit dem Beamer zusammen $1,299,95. Mit Karte oder Bar? Ja, William, ich glaube, er meint dich. Der hier ist Plastik für Sie. Ah, mit Karte, sehr schön. Ja, Visa, ja. So, zieht die Karte durch. Einmal unterschreiben hier und hier. Autogramme gebe ich immer besonders gerne. Ja, ja. Ich unterschreibe. Viel Spaß damit. Das werde ich haben. Jonathan, ich hoffe, du hast Pinsel gekauft. Oder eine Rolle. Du hast mich nur zur Farbe losgeschickt, nicht für einen Pinsel. Jonathan, jetzt mal ehrlich. Wie soll ich denn die Wand streichen ohne... Ich dachte wirklich, du bist intelligenter. Nein, ich dachte, du würdest präzise Anforderungen formulieren, wenn du sie möchtest. Sage, wir brauchen alles Equipment, um die Wand zu streichen. Was weiß ich, was du mit der Farbe machen willst. Vielleicht willst du drin baden. Ich hebe meine Hand und hebe sie einfach nur. Und wenn er dann fertig ist, wenn meine Hand nach oben geht... Ist dein Mund still? Und jetzt mal ernsthaft. Ich werde doch jetzt nicht anfangen, dir alles genauestens zu beschreiben. Dann beschwer dich nicht, wenn ich was Falsches da mache. Also falls irgendjemand irgendwann eventuell mal auf dich schießen sollte, soll ich dann auch sagen... Jonathan, spring jetzt bitte besser nach rechts, damit dich die Kugel nicht trifft. Woher weißt du, ob dann in dem Moment rechts nicht eine Wand ist, wo ich dagegen laufen würde und mich die Kugel trotzdem treffe? Hypothetisch gesehen. Nein. Was nein? Weil das ja kein Arbeitsauftrag ist, den du mir gibst, sondern das ist lebenserhaltende Maßnahme, das kriege ich selbst hin. Aber es ist doch nichts anderes. Es ist doch dann auch logisches Denken.
Logisches Denken, wo ist denn das logisches Denken? Wenn ich jetzt einen Pinsel gehole, hättest du gesagt, ich wollte aber eine Rolle. Hätte ich eine Rolle geholt, hättest du gesagt, ich hätte aber die gerne aus der TV-Werbung, wo man die Farbe oben in den Stiel kippt, damit man sich nicht dreckig macht. Jetzt ernsthaft. Glaubst du, so einer bin ich? Och, wenn du es so fragst, ich habe keine Ahnung. Dann sei dir gesagt, nein, bin ich nicht. Chat, hol eine Rolle. Bitte die aus der Werbung, wo man das oben reinfüllt in den Stiel, damit ich nicht dreckig werde. Ja. Das war übrigens eine sehr gute Idee, Jonathan. Danke, danke. Ja, kommt wieder mit ja, so einer Packung mit diesen Rollen drin. Ein Pinsel. Das sind dann nochmal $12.50. Chat, hast du mitgedacht? Inwiefern? Siehst du, der macht auch nur genau, was du sagst. Na, sei doch mal klug. Ich muss eine Wand streichen. Die Fußleisten sollen natürlich nichts abbekommen, deswegen muss man sie abkleben. Hast du noch nie in deinem Leben gestrichen, Chat? Nein, Sir. Dann wird's Zeit. Wenn Sie meinen, Sir, ich hole Ihnen sofort ein bisschen Kreppband. Was machst du denn jetzt, William, wenn er dir noch irgendwas extra verkaufen will und holt jetzt noch einen Diamantschneider oder sowas dazu? Ich dachte, Sie können den gebrauchen. Wenn er ein guter Verkäufer ist, macht er das jetzt. Ja, er kommt tatsächlich wieder und hat noch so eine Packung Malervlies und so eine sauteure Stativhalterung für den Beamer. Ich dachte, das können Sie noch gebrauchen. Also ehrlich, mein Jüngchen, was soll ich mit einem Stativ? Mitten in den Raum den Beamer stellen? Ich meine, ich wohne noch nicht bei den Hottentotten. Das weiß ich ja nicht, Sir. Ich dachte nur, Sie haben den Beamer, vielleicht brauchen Sie ein Stativ. Jonathan, sag ihm, dass wir nicht bei den Hottentotten leben. William, genau das kommt dabei heraus, wenn du keine präzisen Angaben machst. Ach, wie dem auch sei. Und nein, wir leben nicht bei den Hottentotten, weil das wäre ein ganz anderer Kulturkreis auf einem anderen Kontinent, aber ja. Ich glaube, er weiß nicht. Haben Sie schon Kabel für den Beamer? Ich könnte ein Funksystem empfehlen. Das haben wir in Gang 2. Das hört sich gut an. Funksystem. Siehst du, Jonathan? So macht man das. Kostet auch nur $200. Na, für 130 nehme ich es mit. Ich kann keine Rabatte geben, Mister. Warum nicht? Das ist ganz einfach. Man geht zur Kasse und tippt 130 ein. Dann kriege ich Ärger, Mister. Ja, aber besser Sie als ich, oder? Nein. Oh doch, glauben Sie mir. Sie wissen nicht, wer zu Hause auf uns wartet. Jonathan, sag ihm, wer auf uns wartet. Nein. Ja, haben Sie es gehört? Selbst Jonathan hier sagt nicht, auf wer auf uns wartet. Das tut mir leid, Sir. Für Sie. Warum? Sollte es mir nicht leid tun, dann tut es mir natürlich nicht leid, Sir. Also was darf ich Ihnen jetzt noch dazu packen? Jonathan, ich glaube, der junge Mann ist ein wenig verwirrt. Wieso? Na, erst tut's ihm leid, dann tut's ihm wieder nicht leid. Können wir nicht einfach bezahlen und gehen? Ich dachte, wir hätten schon bezahlt. Ja. Oh, ja, das dann Kreppband können wir gehen. Und die Pinsel und so noch nicht. Ja, dann hier zahle ich im Bar. Kann ja nicht so teuer sein. Mhm. Gut. Dann habt ihr fast alles, was ihr kaufen wolltet, vielleicht fällt euch ja noch irgendwas anderes ein, kommt zurück und
sehe gerade unten in der Lobby, wie ein paar von den Umzugsunternehmern Kaffeepause machen. Und wenn wir in die Lobby reingehen, so einen Plauderton sagen, William, wusstest du eigentlich, dass Hottentotten ein in der Kolonialzeit von den Buren erstmal verwendeter Begriff ist für die Bevölkerung von Südafrika und Namibia, also für die Völkerfamilie der Khoikhoi? Dem Mann war sicher klar, dass wir nicht in Südafrika oder Namibia leben. Und auch nicht von dort stammen, weil wir sind ja weißer Ethnik. Also ich glaube ja, dass er noch nicht mal wusste, wie Hottentotten geschrieben wird. Er arbeitet bei S-Markt. Aber sag doch, sei smart, bei S-Markt. Also, achso, dann werden nur die Käufer schlau und nicht die Verkäufer. Stimmt, stimmt. Jonathan, ich glaube, du bist zu oft mit Melina zusammen. Das verwirrt dich. Was hat denn jetzt Melina damit zu tun? Habe ich irgendwie einen militärischen Slang in der Aussprache? Weiß ich nicht. Ich war nie beim Militär. Woran machst du es dann fest, dass ich zu oft mit Melina zusammen bin? Also bei Melina, also in ihrer Nähe, also nicht... Oh, oh Gott. Du hast ein Verhältnis mit Melina? Wer hat das? Was? Jonathan, William, das würde erklären, warum die in letzter Zeit immer so abseits miteinander tuscheln und so. Ja. Jetzt? Oh, Jonathan, du alter Schlawiner! Was ist denn? Was hab ich verpasst? Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe mit keiner Silbe gesagt, dass ich... Und, wie ist es so mit Melina? Wie ist es so? Komm, erzähl schon, erzähl. Also manchmal habe ich den Eindruck, sie ist zumindest geistig mehr zusammen als du. Oh. Ich hoffe, dass das so ist. Oh. Gut. Haben die gerade Pause oder schauen wir uns den Umzugsleuten rüber? Nein, gerade trinken gerade Kaffee aus so Bechern. Direkt neben dem Tower, wo ihr jetzt wohnt, ist ein Starbucks. Das hat Emma geachtet. Denke ich mal, also kannst mich korrigieren, Seele, ja, aber. Ja, nein. Also, das war Grundvoraussetzung. Schon genug Zeit verschwendet für heute. Ich los, lass uns hochgehen. Ja. Ja, dann machen wir das. Er kommt nach oben und seht eine beschäftigte Emma und eine sporttreibende Melina. Herzlichen Glückwunsch, Melina! Ich suche die nächste Wand und schlage meinen Kopf dagegen. Hä? Was ist los? Zu was? Emma! Ja! Wusstest du schon, dass Jonathan mit Melina verkehrt? Ernsthaft? Ich komme aus meinem Zimmer gerannt und schaue zwischen Jonathan und Melina hin und her. Ernsthaft? Nein. Wir gehen in letzter Zeit beide so oft zu zweit weg. Nein. Ich hätte das sagen können. Nein. Vor allem, wenn wir dann ein Zimmer sparen können. Naja, okay, ich könnte aus dem anderen Zimmer ein Gästezimmer machen. Nein. Und deswegen hast du keine Möbel, Melina. Sag's doch einfach. Nein. Jetzt macht alles auf einmal Sinn. Mein Gott, du musst doch hier nicht so tun, als würdest du in dieser Umgebung hausen wie bei den Hottentotten. Du willst doch einfach zugeben können, dass du mit Jonathan liiert bist. Nein!
Schön. Bin ich nicht. Jonathan! Was? Also, so schlecht ist er jetzt auch nicht, dass du dich dafür schämen musst. Ich würde mich nicht dafür schämen, wenn es wahr wäre, aber es stimmt einfach nicht. Ja, oh, dann hat da wohl jemand geprahlt. Und die 1000 Boxen. Jonathan steht da, Unterkiefer vorgezogen, Unterzähne gebleckt und die rechte Hand auf dem Säbel mit wutverzerrtem Gesicht. Hast du jetzt gar nichts zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bin diesen Wahnsinnigen leid. Ich werde mich für nichts verteidigen, was seinem blöden, wahnsinnigen Verstand entspringt und uns eventuell noch in Probleme bringt. Ich stehe auf dem Schlauch. Noch jemand irgendwelche dummen Argumente zu dem Thema zu sagen? Ach, John. Ich sehe ganz recht, wenn wir dann nie wieder drüber sprechen können. Du könntest mal etwas lockerer werden. Nein, irgendwann ist auch mein Maß voll. Also meins auch. Ich weiß, was ein Maß ist. Ja, ein Bierkrug aus Deutschland, der hat damit jetzt nichts zu tun. Ja, wir versuchen uns vor was weiß ich wem zu verstecken, holen uns eine neue Wohnung mit Aufzugscode und will niemand nichts Besseres zu tun, wie mit uns in irgendeinem Laden, wo wir einkaufen wollen, Selfies zu machen. Wer weiß, ob diese Möchtegern-Touristen nicht Spione waren. Dann muss er doch mit Kreditkarte verkaufen, damit jeder auch weiß, dass wir dort gekauft haben und uns neu einrichten. Ich will, Jonathan... Ich weiß nicht, was Jonathan hat. Er leidet ein wenig unter Paranoia. Noch einmal, Jonathan, erkläre mir bitte, wie man daraus schließen kann, dass wir eine neue Wohnung haben, wenn ich nur elektronisches Equipment kaufe. Und dann sage mir bitte, wie man darauf schließen kann, dass wir umgezogen sind, wenn meine Kreditkarte noch auf meine alte Adresse läuft. Nochmal, weil niemand einfach so einen Beamer und Beamerfarbe kauft, weil er Spaß dran hat. Das macht man zu einem besonderen Event, meistens einem Umzug. Und wir wissen, dass die verschiedenen Fraktionen unserer Clans überall ihre Spitzel haben, so wie Gargoyle auf dem Dach. Der Verkäufer muss doch jetzt in unsere Verpackung nur irgendeinen GPS-Sender reingeschmuggelt haben und schon wissen die, wo wir wohnen. Das ist alles für den Arsch. Ganz ehrlich, wenn es dich so sehr nervt, ich stelle den Karton auf den Tisch, dann bitte überprüfe, ob ein GPS-Sender drin ist oder nicht. Dafür habe ich jetzt nicht das richtige Equipment da, aber machbar wär's. Ja. Das ist eine gute Idee. Bitte, aber mach ihn nicht kaputt. Wen ihn? Den Beamer. Bänder, den Karton? Ah, okay. Ja, ich hole mal den Beamer aus der Verpackung. Gucken, ob man den irgendwo aufschrauben kann. Und als ich dann das Garantie geht verloren, wenn Siegel gebrochen wird, sehe, hier kann ich nicht weitermachen. Ich lasse mir was anderes einfallen. Das steht nicht in eins deiner schlauen Bücher irgendetwas? Über Beamer und GPS-Sender? Nein. Melina, sag deine Männer doch mal was. Ich mache ein Gesichtsausdruck. Ich glaube, es ist mal Zeit für einen Selbstbeherrschungstest bei Nunnissen. Sag mir mal eine Schwierigkeit an.
Tja, was meint, wie sehr nimmt dich, also du warst ja gerade schon ziemlich auf 180, also ich denke, so ein Frenzy-Test gegen, könnte man mal gegen die 7 machen, statt gegen die 6. Oh? Na, ein Erfolg. Kannst dich gerade noch so zurückhalten. Merkst das Tier in dir, was so hochkocht. Was verstehst du an dem Satz, das Thema ist jetzt vorbei, William? Was verstehst du daran nicht? Wenn man es genau nimmt, nicht. Und? Ich verstehe nur nicht, wieso du so gereizt bist. Ich meine, so eine schlechte Partie ist Melina nicht. Das ist mir ziemlich egal, wer hier welche Partie ist. Ich will diese verkackte Situation überleben. Und in der Zwischenzeit habe ich für nichts anderes auch nur das geringste Interesse. Nicht für dein verkacktes Wrestling, nicht für Emmas Tanzschuppen und auch nicht, ob Melina eine gute Partie ist oder nicht. Jonathan, jetzt pass auf. Ich zeige dir einen Trick, den mir damals meine Mama beigebracht hat. Atme ruhig und dann zähle bis 10 und dann sage ganz laut, Hugo, zieh die Bremse an. Na? Und das soll helfen. Das hilft in jedem Fall. Du wirst sehen, danach fühlst du dich viel besser. Geschlossene oder offene Augen? Offene Augen. Weil du musst deine Umwelt wahrnehmen. Ja, da starre ich so ein bisschen manisch, William, an. 1, 2, 3... Bis Hugo zieh die Bremse an. Nicht siehst besser. Du die? Doch, sehr viel besser. Du siehst viel besser aus. So, und jetzt können wir uns alle an den Tisch setzen und mal einen Plan machen, wie wir die Situation überleben. Na, wie wär's? In der Tat etwas verschwert, weil die Silberfarbe erst in ein paar Wochen lieferbar ist. Ich habe eine Idee. Schau, verwirrt William an. Pass auf. Ich weiß nicht, wie viel Bargeld du besitzt oder Kreditkartengeld oder sonstiges, aber wir könnten zu einem Juwelier fahren und zumindest etwas Silber kaufen und vor die Tür legen. Das ist wie mit dem Salz bei den Geistern. Die können einfach darüber steigen. Solange sie es nicht berühren, ist es egal. Glaube ich zumindest. Dann machen wir es anders. Dann holen wir ganz viele kleine Silberkettchen und jeder von uns kriegt eins oder zwei. Und dann, wenn sie kommen, kannst du ihnen das entgegenwerfen. Silber muss in ihren Körper eindringen, damit es Schaden macht, denke ich mir. Das war der Sinn hinter der Bombe und der Silberfaden. Dann habe ich noch eine weitere kleine Idee. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Aber vielleicht solltest du Silberkettchen nehmen und deinen Säbel einfach damit umwickeln. Hätte ich heute mehr Zeit gehabt, mich weiter meine Studien zu vertiefen, hätte ich mir schon längst einen Silbersäbel erschaffen. Aber nein, wir mussten ja einen Beamer kaufen, den ich jetzt auch auf einen GPS-Sender überprüfen muss. Mein Tag ist zu kurz. Nacht. Zieh die Bremse an. Die Nacht, genau. Ich kann dir helfen. Ich kann ja in den Büchern schauen, ob ich etwas finde.
und du untersuchst den Beamer. So lange, wie du brauchst und danach zeige ich dir die Seite. Du musst mir nur sagen, wonach ich suchen muss. Dann stehe ich auf und gehe Richtung Bücherregal. Sind die schon eingeladen? Sind schon deine Bücher schon ausgepackt? Also hätte die Kartons so hochkant hinge- oder flach hingestellt, dass der Öffnungsklappe nach vorne zeigt, dass es quasi so eine Reihe aus Büchern ist, dass man schon mal die Rücken sieht, wenn man was gucken will. Mhm. Aber an der Mangelung eines Regals noch nicht ganz ausgepackt. Nein. Ja. Gut, dann gehe ich halt da in die Richtung und hocke mich davor, setze mich auf den Boden. Das so. Buch über Metallurgie ist noch unterwegs. Das habe ich gestern bei Amazon bestellt. Hier sind eigentlich Portia und Prius noch weg, ja, ne? Jonathan, eine kurze Frage noch. Und dann darfst du sofort, Melina, alles gut. Warum kaufst du nicht einfach eine PDF? Weil es ein Buch ist. Mit Bücher hat man in der Hand und liest sie. Man kann auf. Ja. Das stimmt, da möchte ich gar nicht widersprechen. Aber wenn es schnell gehen muss, kann man ja in einer PDF blättern. Das Buch kann man ja parallel, so wie du es gemacht hast, bestellen. Und dann findet man die Informationen schon eher und kann im Nachgang nochmal in dem Buch nachlesen und an der Seite schnüffeln. Ich könnte mir das PDF vorlesen lassen. Dann könnte ich in der Zeit mit den Händen was anderes machen, während ich das PDF lese. Und ich weiß, in welchem Kapitel die interessante Information ist. Vielleicht gibt es das sogar als Hörbuch. Mit Jingle und... Nein. Okay, zugegeben. Ab und zu hast du brauchbare Ideen, William. Ja, ich Google nach dem PDF und nach einer Software, die das, die PDFs oder EPUBs vorliest. Mhm. Gut, dann währenddessen wollte Melina noch was machen. Ja, ich wollte, wo gerade alle hier sind und Prias und Portia nicht da sind, nochmal erzählen, was ich gestern rausgekriegt habe. Also beziehungsweise, dass ich nichts rausgekriegt habe und dass ich noch nicht sicher bin, ob mein Kontakt entweder brutal angegriffen und getötet wurde oder vielleicht auf spektakuläre Art und Weise ihre Flucht aus der Stadt inszeniert hat. Jedenfalls ist diese Quelle für was Nachfragen für uns versiegt. Das hört sich nicht gut an. Versiegt? Ich kann sie nicht mehr erreichen. Das Telefon lag zerstört in der Wohnung. Kannst du mich jetzt dorthin bringen, dann kann ich vielleicht herausfinden, was dort geschehen ist. Das wäre eine Idee. Kannst du die Zeit denn abzwacken? Was kann ich? Ach, abzwacken. Ja, ja. Das ist wichtig. Okay, dann lass uns losgehen. Nebenbei denke ich, wenn wir jetzt schon alleine sind und ich gucke nochmal in Portias Zimmer oder sonst irgendwo, ob nicht irgendwo ein eingeschaltetes Handy oder sonst irgendwas unterm Bett liegt oder unter der Couch oder sonst wo, das uns abhören würde. Also durchsuchst du ihr Zimmer? Ja, halt auch so unter der Couch und so weiter und so fort. Also vom Wohnzimmer. Ja, also du findest keinen, ja, mach doch mal einfach einen Test, würde ich sagen, wenn du das Zimmer durchsuchst. Perception Alertness. Genau, ja. Gerne. Gegen die 6. Natürlich, wie immer. Schön. Da würde ich tatsächlich einen Willenskraftpunkt ausgeben, weil das ist ja ein Thema, was Jonathan sehr hart beschäftigt. Mhm. Also ich glaube, jetzt musst du ansagen, was für einen, also für einen zusätzlichen Erfolg. Oh. Das sieht doch gut aus. Boah, 5 Erfolge mit dem einen wären 6, na toll. Also du suchst nach, nach irgendwelchen elektronischen Geräten zur Abhörung. Ja, Wanzen, ja, mhm. So weiter.
Du findest keine solchen Geräte. Was du wohl findest, ist irgendwie eine so eine Zettelsammlung oder sowas. Da steht irgendwie eine Adresse irgendwie drauf, die ist durchgestrichen. Und was dir dann ins Auge fällt, ist dann irgendwie so ein Symbol, was da noch drauf gekritzelt ist. Das wie aussieht? Sieht so ein bisschen wie ein umgedrehtes Kreuz aus. Ich würde mal die Adresse einfach in Google Maps suchen, was ist. Oder kenne ich die Adresse? Ist unsere alte oder die vom Succubus Club? Oder? Ja, das ist in der Nähe vom Succubus Club. So ein paar Straßen weiter. Mhm. So ein verlassenes Haus. Genau. Also, ups, verlassen ist, weißt du nicht, aber. Nee. Also, ja gut, einfach ein Wohnhaus auf Wohnhaus zu genau. sehen. Ja. Also, ja. Da sind Wohnhäuser in dem Viertel. Ja. Ja. Dann komme ich wieder zurück. Okay, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen und suspicious und schalte den Zettel hoch. Also das Symbol ist, also es sind zwei Symbole auf diesem Zettel gemalt. Einmal das umgedrehte Kreuz, wobei unten der Strich halt ein Kreis ist, anstatt einem komplett durchgezogenen Kreuz. Und das zweite Symbol, was du siehst, ist halt so eine Art Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. So im Kreis. Oh, und die Geschichte. Interessant. Genau. Ja, dann komme ich mal mit diesem Zettel erhoben aus Portias Zimmer. Das ist halt so ein Post-it. Ich merke mir, wo der Zettel lag und lege ihn danach auch wieder dahin. Jonathan, ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube nicht, dass man mit einem Zettel abhören kann. Nein, das ist richtig. Ich habe zum Glück nichts zum Thema Abhören gefunden, aber hier steht eine Adresse, die ich nicht kenne. Google Maps sagt, dass es ein einfaches Wohnhaus ist und dort sind zwei Zeichen, mit denen ich nichts anfangen kann. Wenn Portia ja solch eine Unschuld vom Lande wäre, wie wir alle denken oder wie ihr vielleicht denkt, dann frage ich mich, was das soll. Aber gut, kommen wir zu dem Thema, das ich eigentlich mit euch besprechen wollte, wenn ich sicher bin, dass wir nicht belauscht werden. Als wir bei der Versammlung waren, gegen William Anklage erhoben wurde, habe ich mir die Augen der Anwesenden angeguckt, um einfach die Chancen für William besser überblicken zu können. Und da fiel mir auf, dass Ports ja dunkle Schlieren in ihrer Aura hat. Sprich, sie hat bereits jemanden diableriert. Also einem Vampir das letzte Lebensblut ausgesaugt, ihn damit endgültig vernichtet, um selbst stärker zu werden. Sowas geht? Ja, William, das geht. Warum säufst du jetzt so? Diese ganze Vampir-Sache ist für mich neu. Ja, ich vergesse es immer wieder. Und das kannst du direkt oben auf deine rote Liste links hinschreiben. Das darf man nie. Wenn das herauskommt, dass du das je getan hast, wirst du vernichtet. Dann gibt es keinen Schlag auf den Finger, sondern ein Bad im Sonnenaufgang. Oder. Okay. Verstehe ich. Also, aber, ich meine, du bist ja selber recht neu, richtig? Schon. Wenn du also die Aura lesen kannst und herausfindest, dass sie das gemacht hat, dann kann das doch bestimmt auch irgendwer, der ein bisschen, wie sagt man in dieser Welt, älter ist? Genau. Und deswegen dachte ich, ich mache das, was für mich am logischsten klingt. Ich bin zu Lodin gegangen und sprach ihn genau darauf an. Dieser versicherte mir, dass er Portia bereits mehrere Male überprüft hat und genau das nicht herausfand. Was nur darauf zurückschließen lässt, dass er unter irgendeiner Art von Beeinflussung von Portia oder jemand anderem steht. Und
so wie Portia sich gibt, würde ich sagen, von ihr selbst. Aber um einen Vampir zu beeinflussen, muss man mindestens eine Generation jünger sein als er selbst. Oder zumindest die gleiche Generation haben. Nein, älter sein. Auf jeden Fall niedrigere Generation haben oder die gleiche. Das heißt, Portia ist nicht wohl. Sie könnte ja von jemandem gezeugt werden sein, der eine ziemlich niedrige Generation hat. Auf jeden Fall ist sie nicht die Unschuld vom Lande, die sie uns vormacht. Das wollte ich damit sagen. Aber das bist du doch auch nicht. Willst du mich eigentlich verarschen, William? Nein, wieso? Ich erzähle gerade, dass Portia ein extremes Sicherheitsrisiko für uns darstellt. Du erzählst mir, das bist du auch nicht. Was willst du jetzt mir damit sagen? Naja, pass auf. Es ist doch eigentlich ganz logisch. Du sagst, dass Diablerie böse ist, richtig? Ja. Und du sagst auch, dass man nur jemanden in seinen Bann ziehen kann, der jünger ist als einer. Ja. Und du sagst, Portia ist eine potenzielle Gefahr für uns. Wahrscheinlich für die ganze Stadt, ich weiß es nicht. Also, was für eine Gefahr soll das denn sein? Sie könnte Helena sein, vor der uns Minele gewarnt hat. Welchen ich übrigens nach meinem Besuch mit Lodin wieder sah. Übrigens. Ja, ja, ganz nebenbei mal erwähnt. Als jüngerer Vampir wieder in der Stadt herum. Wenn ich da mal einhaken darf. Ja, bitte. Dieses, übrigens, und diese Beobachtung, die du da gemacht hast, die weißt du schon wie lange? Ein paar Tage. Und das sagst du uns jetzt? Weil bis jetzt Portia immer um uns herumgeschwänzelt ist. Soll ich das sagen? Hey, übrigens, Portia, ich hab dir Verdacht, du hast jemanden diableriert, stimmt das so? Und dann sagt die, ja, scheiße, ihr habt's rausgefunden, ich bringe euch jetzt alle um, damit es niemand erfährt. Man kann das vielleicht künstlich herbeiführen, dass Portia nicht dabei ist. Meinst du nicht, es wäre vielleicht wichtig gewesen, das zu wissen? Vielleicht hätte sie was gemerkt. Jetzt beruhigen wir uns alle mal. Ich verstehe das alles noch nicht so ganz. Also entschuldigt, wenn ich nicht ganz so mitkomme. Portia, ist Minele? Nein. Nein. Was dann? Helena. Stimmt, Entschuldigung. Aber könnte nicht rein theoretisch gesehen, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, also bitte nicht aufregen hier im Raum, könnte nicht ein Vampir eine weibliche Hülle sich annehmen? Du meinst dein Aussehen verändern? Ja. Ja. Also wissen wir ja nicht, ob es Helena ist oder wer anders. Und warum sollte Helena das tun? Ich meine, warum sollte sie sich mit 4 Anfängern umgeben? Da gibt es bestimmt ganz andere Kandidaten, die ihr viel hilfreicher sein könnten. Nun, vielleicht hat sie rausgekriegt, dass wir Beziehungen zu Minele haben. Ja, oder was wäre denn die Möglichkeit, sich am unauffälligsten zu verstecken, als bei Küken, die noch neu in der Welt sind? Aber warum sollte man das tun? Damit man unauffällig operieren kann und von den Großen nicht beachtet wird. Ja,
Also ich verstehe diese ganze Welt noch nicht. Ja, ich auch nicht ganz. Wenn wahrscheinlich auch nie. Aber was hat man denn davon, wenn man... Ich meine, wir sind doch alle... Und so. Hä? Na guck mal, diese ganzen Alfs. Kopf gegen die Wand. Die kämpfen alle gegen uns. Richtig? Nein, das wissen wir ja nicht. Ich weiß nicht, gegen was oder für was diese Kerle mit den Bomben kämpfen. Aber, ich habe den Film gesehen. Welchen? The Underworld. Underworld. Und da kämpfen die Lucaner gegen die Vampire. Die mögen sich nicht. Außer die Hauptdarstellerin, die liebt nämlich den einen Lucaner. Richtig, und im dritten Teil gibt es Lucaner, die kämpfen gegen alles und jeden, weil sie einfach wilde Bestien sind. Die fressen auch Menschen. Einfach, weil sie böse und wütend sind. So wie William, also jetzt nicht du, sondern der älteste Bruder von dem Marcus, also dem... Ist ja egal. Auf jeden Fall der Chef Lucaner. Und woher wissen wir, dass wir es nicht mit solchen zu tun haben? Die jetzt nicht nur auf Vampire abgesehen haben, sondern ganz Chicago ausmerzen wollen mit diesen Bomben. Ist der Film gut? Naja, verglichen zum ersten Teil ist jetzt relativ. Ich fand den ersten Teil aber noch am besten. Du hast... Emma, hast du das gehört? William schaut fern. Das hätte ich nicht gedacht. Klassiker halt. Sowas wie Underworld oder Lucy oder... The Momo? Was? Na, Momo. Oder, wie heißt dieser deutsche Film mit der kindlichen Kaiserin? Die unendliche Geschichte. Ah, genau. Ich möchte mal nochmal erwähnen, dass wenn ihr so über Portia redet, müsste das Emma eigentlich relativ mitnehmen, so, weil Emma eigentlich ein ganz gutes Verhältnis hat zu Portia ja gerade. Also du wolltest noch nur mal erwähnt haben, so, dass es nicht so untergeht. Ich glaube das einfach nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich Emmas Meinung. Das könnte ja gern sein, weil wir haben ja bis jetzt nur Indizien und keine Beweise. Trotzdem wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr Portia nicht direkt darauf ansprechen würdet, weil wenn meine Vermutung zustimmt, wären wir alle tot. Und ja, das möchte ich bin ganz genau der Lucky ich werde ihr nicht gerade. Zu viel verraten, aber ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Lucky schreibt es gerade, also Portia hat ja von Emmas Blut getrunken. Ne? Ja. Das heißt, sie sind jetzt beide emotional verbunden. Ja, also nicht Portia eher an Emma gebunden, weil das geht in beide Richtungen. Das gegenseitig? Ja, okay. Und Spend, das ist aber dann müsste ich das ja vorher schon mal irgendwie gespürt haben, oder? Ja, also das war ja relativ gleichzeitig, also es ist, ne? Also es hat sich so von der Story eigentlich auch so ergeben, dass ihr euch, als das passiert ist, auch relativ gut verstanden habt. Also, es ist jetzt nicht, dass du merkst irgendwie, oh, ich mag die auf einmal total toll oder so, sondern magst sie einfach so ein bisschen. Ne? Also es ist ein sanftes, emotionales Band, was da geknüpft ist. Ja, naja, also ich empfinde sie so ein bisschen als... Sympathischer als früher. Ja, sie ist ein Kind, auf das ich aufpasse. Genau, und genau so ist es gedacht. Richtig. Genau, aber... Deswegen sage ich ja, ich glaube das nicht. Ich werde mich vorsichtig gegen, also mit Äußerungen verhalten, schon alleine, um jetzt Jonathan zu respektieren und werde sie beobachten, aber also ich glaube es nicht. Jonathan? Ja, bitte. Nochmal eine ganz kurze Frage. Also vielleicht kann Melina sie auch beantworten. Wer sagt uns denn, dass Menele gut ist?
der blutsgebandete Jonathan. Er hat den Nicht-Angriffspakt mit den Werwölfen für Chicago ausgehandelt, was von anderen Vampiren bereits bestätigt wurde. Sprich, er hat dafür gesorgt, dass Millionen Menschen, keine Ahnung, wie viele in Chicago leben, viele, viele Menschen vor Werwolfübergriffen geschützt wurden, über viele hundert Jahre. Und was hat diese andere Tante gemacht? Zumindest sagt Menele, dass sie gefährlich ist. Okay. Melina ist gefährlich. Melina, warum? Weil ich es jetzt sage. Aha. Also wir sind im Bereich der Hypothesen. Genau. Ah ja. Ich meine, nur weil irgendjemand sagt, dass irgendwer gefährlich ist, heißt es doch noch lange nicht, dass es stimmt. Menele ist ein uralter Vampir, ein Ahn, einer der Gründer unserer ganzen, nennen wir es mal Zivilisation oder Rasse oder wie auch immer. Ja, aber wenn alles kein Ding, glaube ich gern, aber wenn doch Portia, aka eben nicht Portia, auch so alt ist, dann ist sie ja auch ein Gründer und auch ein... Warum verstehen die sich nicht? Tja. Weiß ich nicht, ist mir auch ziemlich egal. Ich möchte nur genau in den Streit von zwei Kreaturen, die... vom Vernichtungspotenzial so ähnlich sind wie diese Bomben, die wir suchen, einfach nicht hineingeraten. Ich glaube gerade, das ist es, was wir wissen sollten. Wenn die nämlich versuchen, uns in diesen Streit hineinzuziehen, dann müssen wir wissen, wie die Fronten abgesteckt sind. Und das würde uns, also sobald wir mehr Wissen über diese beiden Fronten haben, können wir auch ganz klar ausmachen, wer zu wem gehört. Je mehr wir wissen, das solltest gerade du doch der Meinung sein, Jonathan, desto mehr können wir einfach auch agieren. Also, ja, Melina, mal an dich. Ich meine, du bist ja so ein alter Militärfuchs. Rein strategisch gedacht. Wie kann man am besten rausbekommen, was zwei Parteien, die nicht gerade miteinander befreundet sind, ja, quasi nicht verbindet, sondern auseinandertreibt? Und was könnte man eventuell tun, um das umzukehren? Ja, wir müssen erstmal mehr Informationen einholen über beide Seiten. Am besten dadurch, dass man irgendwen einschleust. Praktisch undercover. Naja, aber das wenn ich dürfte das richtig... sich aber ziemlich schwierig gestalten, weil wir, also ich meine, ja, zu Portia ja, aber zu Medele haben wir nicht so einen engen Kontakt. Also wir müssen noch um das nochmal klar zu machen, rein regeltechnisch und auch zum Ausspielen, Emma und Portia haben kein Blutsband. Also Portia hat einmal von Emma getrunken, ja, und ein Blutsband haben Jonathan und Medele. Aber anders nicht. Und wenn man einmal von einem anderen Vampir trinkt, ist das noch kein Blutsband, also kein vollständiges Blutsband, sondern das ist eine Emotion, also man spürt aber die Auswirkungen davon, dass man emotional ein bisschen an den anderen gebunden ist. So, und weil das, ich empfinde so eine Emotion immer nicht. Also ich würde das interpretieren, dass das so eine beidseitige Sache ist, wenn man jemanden von sich trinken lässt und so weiter. Könnt ihr natürlich auch anders interpretieren, aber es passte halt gerade ganz gut, weil Emma zu diesem Zeitpunkt halt auch angefangen hat, die Beziehung zu Portia halt zu ändern. Also es ist jetzt so nicht, fühl dich nicht gezwungen, jetzt irgendwie Gefühle durch das Blutsband einzuspielen, ne? Um das nochmal ganz klar zu machen. Nein, ich hätte so oder so nicht anders reagiert. Die Sache ist die, ich sehe Portia als
also am Anfang wurde sie uns aufgedrückt als ja, beschütztes Etwas und jetzt will ich sie beschützen. Und genau. Das hatte ich ja auch in der, an der Position gezeigt, wo sie da eben so verletzt war, deswegen, dass ich da panisch war und ihr helfen wollte. Genau, das meinte ich. Und jetzt ist es einfach eher so, dass ich denke, was, jetzt kommt er nach was, wie viel, 5 Tagen oder was auch immer, kommt er damit um die Ecke, dass sie angeblich, nein, das ist Quatsch. Wie William schon so schön sagte, Jonathan dreht ein bisschen ab. Das ist auch verständlich unter dieser Situation. Ich werde seine Gefühle respektieren, aber ich muss es ja nicht glauben. Also nur, weil der Chat sich darüber jetzt gerade auslässt, wie das jetzt regeltechnisch ist und sowas. Also regeltechnisch kein Blutsband. So, um das ganz klar nochmal zu sagen. Außer bei Jonathan, weil der ist, einerseits ist er Tremär und eh anfällig für Blutsbande und der, bei dem passiert das relativ fix, wenn er von irgendwem trinkt, dass er dann den gebunden ist, gerade wenn es jemand Mächtiges ist wie Menele. So, okay, haben wir das auch geklärt und können weitermachen. Ja, gut, das heißt, wir haben im Moment keinen Punkt, wo wir weiter wissen. Das heißt, wir sollten weiter Spuren suchen. Ja, dann können wir ja fahren, oder? Sollten wir. Wie sucht man denn am einfachsten Spuren? Ich meine, unsere einzige Quelle, sagte Melina, ist versiegt. Und dahin gehen wir jetzt schauen, was genau dort los war. Wir alle? Aber ich meine, Melina will doch nicht, dass wir mitgehen. Na, jetzt ist doch egal, jetzt ist sie ja nicht mehr in der Stadt. Und ich bin immer noch der Meinung, dass unter den Voraussetzungen, die wir hier momentan haben, und ich lege mal so ein bisschen die Hand auf Jonathans Schulter, den Umständen, die uns jetzt hier immer mehr belasten, dass wir uns nicht mehr trennen sollten. Wir sollten beieinander bleiben. Deswegen bin ich dafür, dass wir alle gehen. Ja, okay. Jetzt spielt es ja keine Rolle mehr. Sie ist nicht mehr da. Und entweder ist sie tot oder sie hat die Stadt verlassen. Also ist es egal. Oder sie ist untergetaucht. Ja, das bedeutet, sie hat die Stadt verlassen wahrscheinlich. Ja. Okay. Naja, wie dem auch sei, wir sollten los. Brauchen wir irgendwas Besonderes? Jonathan, was brauchen wir, um das noch genauer zu durchsuchen alles? Ich habe jetzt nur nach Augenschein geguckt. Ich habe ja auch keine forensische Ausrüstung oder irgendwas. Entschuldigt mich kurz. Ich nehme den Beamer. Gehe Richtung Kühlschrank und stelle den Beamer ins Eisfach. Das ist gut. Warum? Ich habe gesehen in Filmen, dass Kühlschränke abschirmen. Und wenn da ein GPS-Sender drin ist, dann wird er jetzt nicht mehr geortet werden können? Genau, in Indiana Jones Teil 4 kann man da drin eine Atombombe überleben, jawohl. Das sage ich doch, aber ich packe ihn lieber in den Kühlschrank. Da geht er vielleicht nicht kaputt. Seltsame Filme. Aber nun gut. Stimmt das etwa nicht, Jonathan? Ich habe keine Ahnung. So stark in der Elektrotechnik bin ich auch nicht bewandert. Ich wüsste nicht. Weiß das einer von euch? Sieht so aus, als wäre ich in sowas bewandert. Melina, du bist doch beim Militär gewesen. Um Pflanzen auszuschalten? Ja, aber dann wäre dein Beamer auch kaputt. Im Kühlschrank, oder bei 3 Grad. Ja, im Kühlschrank nicht, aber wenn du den effektiv vernichten willst, dann wüsste ich was Besseres, aber dann wäre der Beamer auch kaputt. Wir müssten die Wanze da tatsächlich einfach rausschrauben und dann einzeln zerstören, aber das machen wir nachher, wenn wir wiederkommen.
Na gut, solange lassen wir ihn in den Kühlschrank stehen und hoffen, dass es wirkt. Zufrieden, Jonas? Ja, natürlich. Okay. Du wirkst nicht so. Ich weiß nicht, ob er abschirmt. Also ich wüsste, ein faradäischer Kirfisch schirmt 100% ab, aber da ich jetzt gerade keinen dabei habe, ist das auch keine Hilfe. Na gut, ich hab's ja nur gut gemeint. Aber jetzt lasst uns wirklich los. Also ihr fahrt zu dem Haus, wo Inyaga gewohnt hat. Ja, ich würde die anderen da dann mit hinbringen. Genau, und würde denen das soweit zeigen. Ja. Okay. Ja, ihr seht das Haus irgendwie, ja. Und wenn ihr dann irgendwie reingeht, seht ihr die Kratzspuren, also alles das, was ich Melina beim letzten Mal auch beschrieben hatte. Das viele Blut im Inneren, die Aschehaufen quer über das Grundstück verteilt. Und als Jonathan das Gelände betritt, hat er so ein merkwürdiges Ziehen im Nacken. Das ich als ungutes Gefühl interpretiere. Ein Test auf Perception und Awareness. Was denn für eine Schwierigkeit, Meister? 8. Huhuhu. Er hat mich Meister genannt. Haha, Meister. Ein Erfolg. Ja, das ist irgendwie so eine... Ja, also dass den ersten Schritt auf das Grundstück setzt, fällt es dir am Anfang so ein bisschen schwer, auf das Grundstück drauf zu gehen. Das ist das Gefühl. Und dann stellen sich dir so die Nackenhaare hoch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als werde hier irgendwas gegen mich agieren. Mir fällt es schwer, dieses Grundstück zu betreten. Vielleicht eine Art Schutzmechanismus. Gegen Magieanwender? Willst du hier bleiben? Nein, ich muss ja in das Haus, um es zu überprüfen. Pass auf. Kein seltsames Gefühl. Ich nicht. Nein, mir geht's gut, wie immer. Danke deiner Nachfrage. Kann nicht gegen Kains Kinder sein, weil Melina war ja auch schon öfter hier. Sondern es ist gegen Magieanwender. Kurze Frage. Was kann das bedeuten? Entschuldigung, kurze Frage. Den Zettel hattest du zurückgelegt, bevor ihr losgefahren seid? Ja, definitiv. Ich hätte dann vielleicht nochmal ein Bild mit meiner Handycam davon gemacht. Okay. Ja, dann das Haus betreten, umschauen. Jetzt die Frage, muss ich für jede Wand, jeden Gegenstand, den ich anfasse, extra würfeln oder wie willst du das? Ja, dann erstmal zu den Kratzspuren. Das ist nur Wahrnehmung, Empathie. Ich gerade nochmal, ja, habe ich offen. Sekunde. Also bei den Kratzspuren habe ich 3 Erfolge, das heißt weitere nützliche Informationen über den letzten Besitzer, Alter, Geisteszustand des Besitzers, als er den Gegenstand das letzte Mal benutzt hat. Also wer hat die Kratzspuren reingemacht, wie hat er sich gerade gefühlt? Die Tür spricht mit dir in einem alten Akzent. Das ist ein altes Akzent, volles Englisch. So, es klingt so ein bisschen afrikanisch, wie sie zu dir spricht. Und sagte, mein Besitzer ist die große Inyaga. Das denke ich mir, aber wer hat dir diesen Schaden zugefügt?
Mir ist Schaden zugefügt. Du hast Kratzer in dir. Das war mir nicht bewusst. Klauenabdrücke. Sehen die, dass er mit Türen redet? Ja. Okay, ich dachte, das wird eher geistig laufen. Ja, okay, von mir aus läuft das auch geistig. Da steht auf der Tür, ob du die Augen zu Kopf nach unten. Mhm. Also würde ich meditieren. Ja, dann. Ja, du bekommst so einen kurzen Eindruck, wie die Tür aufgebrochen wird. Irgendwie wie eine Kraft gegen sie wirkt. Und sie nicht möchte, dass sie aufgeht, aber sie quasi gesprengt wird. Ist die von innen nach außen aufgebrochen? Von außen nach innen. Die Tür? Okay, also sind sie hier eingedrungen. Ja, würde ich mal mich umschauen, weil es sah ja so aus, wenn hier was explodiert wäre, oder? Alle Scheiben raus. Mhm. Jetzt irgendwo so ein Zentrum, wo alles schwer verbrannt oder schwer zerrissen ist, als wenn da irgendwie Granate hochkommt. Ja, es gibt mehrere Brandherde, also so Explosionsreste kannst du schon wahrnehmen, ja, würde ich sagen, auch ohne, dass er jetzt groß würfeln muss. Mal nach Brandspuren, ob das, also ich habe es ja gesehen bei der Granate, die ich war, ob das irgendwie Phosphorgranaten waren. Mhm. Dann mach mal einen Test irgendwie auf einen Moment. Was kann man da, um das rauszukriegen, was das für Granatenspuren sind? Das wäre entweder Perception und Investigation oder Investigation, du hast die ja schon rausgekriegt. Ich würde es eher sagen, es ist sowas wie Science oder Academics eher. Ja, bitte, 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 nehme ich. Ja, also Intelligence und ich bin mir nicht sicher, ob ich Science. Ich nehme mal Science, weil es irgendwie so ein bisschen was wie, ja. Ich glaube, Academics ist eher so dieses Bücherwissen. Genau. Schade. Macht einen großen Unterschied. Schwierigkeit? Ja, um sowas aus einer Explosionsspur rauszulesen, denke ich 9. Kein Erfolg. Obwohl ich also einen Tasch hatte. 666, sehr gut. The number of the beast. The beast. 5. Gut. Ja, dann mal zu den Aschehaufen gehen, geistige Berührung machen. Mhm. Also Hände irgendwie so über die Aschehaufen halten, Augen schließen. Konzentriert wirken. Und schauen, ja, was das war und was es getötet hat. Also was es war, wahrscheinlich ein Vampir. Leider nur ein Erfolg, weil eine 1 mit dabei war. Da wäre ein Erfolg. Grundlegende Informationen, Geschlecht, Haarfarbe. Des letzten Besitzers, also in dem Fall der Aschehaufen selbst. Ja, es war eine Frau, hatte schwarze Haare. Ein Vampir, klar. Ja. Ja. Schaue ich mal, ob hier irgendwie ein Spiegel oder eine spiegelnde Oberfläche ist, die quasi irgendwie ja, gesehen haben könnte, was denn hier in dem Raum passiert ist. Ja, es gibt einige spiegelnde Oberflächen. Such dir eine aus. Ja. Ja, dann gehe ich mal, was halt den Raum am besten wird, wenn irgendwo ein großer Spiegel hängt, gehe ich zu dem und ja, da meine Hand hin. Drei Erfolge. Also nützliche Informationen war wie eben das Alter, Besitzer und so weiter, aber in dem Fall wollte ich ja wirklich sehen, was in dem Raum los ist. Ja, du siehst einen Kampf zwischen zwei männlichen Gestalten und ja, der eine wird geköpft und zerfällt zu Staub. B-
geköpft durch ein Schwert. Genau. Mhm. Ja, es ist vielleicht eher so etwas wie eine Axt, würdest du sagen. Oder ein Haumesser. Also schwer zwischen. Da siehst du einen kurzen Eindruck der Bewegung und dann, also genau, kriegst ja nur so Sinneseindrücke. Und Spiegel sind jetzt halt auch keine Menschen, von daher schwer zu sagen. Ja, dann würde ich mal sagen, irgendein Angreifer mit einem Schwert war hier und hat ziemlich, also den, der... ein grobschlächtiges Schwert oder eine Axt oder ein Haumesser, irgend sowas, eine Machete oder ne, irgendwie sowas. Okay. Also jetzt kein filigran Klinge wie ein Katana oder irgendwas. Naja, klar. Das hatte ich mir so nicht gedacht. Wo sagtest du, standen die Umzugskartons, die weg sind? Ich beschreibe das da im Wohnzimmer und so, wie die waren. Ja, gehe ich da hin und versuche mal da irgendwie Informationen zu kriegen, wer die denn jetzt genommen hat, also ob Inyaga wirklich mit den Umzugskartons abgehauen ist oder wie das gelaufen ist, ob alle getötet wurden und dann jemand anderes die Umzugskartons entwendet hat, um sonstige Informationen zu bekommen. Ja, klar, 3 ist gleich wie eben. Ja, siehst du wieder den Sinneseindruck, wie jemand in einer schwarzen Kapuzenpulli die Kartons hochhebt und dann ist der Eindruck weg. Ob sie bis weggegangen sind, ist halt schwer zu sagen. Der Boden sieht halt nur, dass der Zugskarton weg ist. Ja, schwarzer Kapuzenpulli, dem Typ, dem Style so, wie wir die Kapuzenpulli-Typen vor der Lagerhalle gesehen haben. Wie gesagt, schwer einzuschätzen aus einem Eindruck eines Stück Holzes am Boden, aber ja. Also mir fällt jetzt OTT nichts weiter ein, wenn jemand noch Vorschläge hat. Dann wird in den nächsten paar Minuten, wird, während ihr da so das Haus untersucht, wird vor jedem von euch, kriegt ihr eine Textnachricht auf euer Handy geschickt. Seht ein Foto da drauf. Wo ein Wesen, das so irgendwie ein bisschen verzerrt aussieht, also so, es hat so ein eingedutschten Kopf, als ob ihm jemand irgendwie mit einem Vorschlaghammer irgendwie gegen den Kopf gehauen hätte und dann so eine Delle im Kopf wäre. Und so Ork-mäßige Hauer im Gesicht. Steht da mit Oberkörper frei und hat nur so eine kurze Armeehose und Springerstiefel an. Und man sieht so fein säuberlich irgendwie, die Figur ist sehr hager. Und man sieht so die Rippen, wie sie sich abzeichnen. Die Haut ist blass und fast schon grünlich, würdet ihr irgendwie sagen. Man sieht so die Adern, wie sie irgendwie an der Haut irgendwie vorstehen. Und die Gestalt steht mit dem einen Fuß auf dem Kopf von so einem von einem anderen Wesen, also das ein bisschen aussieht so wie ein Mensch, allerdings relativ behaart ist, also viele Haare im Gesicht hat. So einer Siegerpose steht er da drüber und man sieht, dass dieser behaarte Mensch am Boden festgekettet ist. Und die Nachricht unter dem Foto ist, wir haben einen. Und die Adresse des Succubus Club. Tja, ist die Frage, fahren wir direkt dorthin?
Warum nicht? Also hier haben wir ja nichts rausgefunden, oder? Nicht so richtig. Aber sieht der Typ tot aus, der Haarige unten? Der sieht ziemlich mitgenommen aus, zumindest, ja. Also blutet aus etlichen Wunden und. Ich wüsste ja wirklich sonst noch gerne, was diese Adresse da in der Nähe vom Succubus Club ist, die auf dem Zettel stand. Ja. Das wäre auch mein Einwand. Ja, dann fahren wir da vorbei und danach... Aber wenn... Halten wir mal fest. Die Infos bisher waren, diese pelzigen Viecher sind nicht so böse, wie wir meinen. Jetzt wurde eins von ihnen gefangen genommen. Sollten wir nicht rausfinden, ob es eins von den Guten oder dem Bösen ist? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt so richtig rankommen, das zu befragen. Ja, das wäre gut, wenn wir das machen könnten, wenn wir da ein paar Fragen stellen könnten und wenn wir da irgendwie was aufklären könnten. Aber wenn jetzt diese Nachricht rumgeht und die wird ja nicht nur an uns gegangen sein, wer ist denn der Absender überhaupt? Dann steht ja zu befürchten, dass da jetzt irgendein wilder Mob total auf das Vieh losgeht und wir an der Stelle vielleicht gerade sowieso nicht so viel machen können. Weil wenn da jetzt irgendwie eine ausgelassene wilde Meute auf einen vermeintlich Schuldigen stürmt, dann machst du gar nichts gegen, wenn du sagst, ey, halt mal, lass mal eine Frage stellen. Die sind doch alle total aufgestachelt. Vielleicht werden wir an anderer Stelle jetzt gerade irgendwo schlauer, wenn jetzt gerade die ganze Aufmerksamkeit abgelenkt ist und alle zum Succubus-Club strömen. Du willst also quasi ein eventuell unschuldiges Wesen von Vampiren zerreißen lassen. Mir ist jedenfalls nicht klar, wie die Rettungsaktion für dieses vermeintlich unschuldige Wesen aussehen könnte. Wir haben keinen Plan. Und ich glaube, wir könnten eher die Ablenkung nutzen, um vielleicht was anderes rauszukriegen, was uns am Ende mehr nützt, als dass wir uns noch mehr unbeliebt machen bei unseren Artgenossen. Ja, dann spionieren wir halt Forze hinterher. Gut, dann fahrt ihr zu der Adresse, die Jonathan gefunden hat, und ich würde sagen, wenn ich auf die Uhr blicke, dann ist es an dieser Stelle eine gute Sache, eine gute Stelle zum Cutten. Ja, und wir schauen dann beim nächsten Mal, was in dieser Wohnung oder in diesem Haus an dieser Adresse zu finden ist. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Ich hatte sehr viel Spaß heute. Hoffe, ihr auch. Und ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Könnt ihr noch mal, wie immer, mal kurz schauen, wer denn alles so da war oder noch da ist. Wen haben wir denn hier? Der Apple Bad Apple ist hier. Commander Root, Duxley, Deckersmurf, Demonic Sugar, Feramin, Hotney, irgend so ein Typ, Lucky Lucano, Ophelius, ja, Slowcool, The Mighty Wizard, VNK, Virgoprotz. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und zugeguckt habt. Hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr es später guckt auf YouTube, bitte hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet, ein Feedback, denn die Feedback-Challenge von Mischka gilt immer noch. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, der kommt, und ich leite die eigentlich auch immer weiter. Und das motiviert uns sehr, wenn ihr uns nette Dinge schreibt. Und wenn ihr sagt, boah, ihr seid ja so scheiße, das ist alles doof, was ihr macht, dann könnt ihr hinterlassen, was wir besser machen sollen. Und konstruktive Kritik ist auch genauso schön wie ein positiver Kommentar, solange sie denn dann auch konstruktiv ist. Ja. Und ich möchte mal festhalten, der Malkaff ist nicht immer der Böse. Also ehrlich. Ja. Manchmal ist es auch der Trimmer mit Wahnsinn. Genau das. Ja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch den Segen der Nacht und bis bald.
Tschüss. 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 Tschüss.